Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 31, Heldenbreviere. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Heute sprechen wir über ein DSA-Thema, welches zwischenzeitlich aus meiner Sicht in 23 ein wenig für Aufregung gesorgt hat, aber hoffentlich auch genug Neugier geweckt hat in der Community. Ich sag mal so, etwas, was immer war, mal nicht sein sollte und jetzt doch bleiben wird. Und es geht um eine fantastische Reihe, nämlich einige meiner Lieblingsbücher und für mich inspirierende Quellen, die Heldenbreviere. In den Heldenbrevieren fand ich ursprünglich eine ganz große Inspirationsquelle, sowohl für unsere Spiele als auch Ideen, um einige Plots zu machen, aber auch um Zusammenfassungen unserer Spiele aus der Sicht eines Charakters zu schreiben. Und so sind sie eben auch, die Heldenbreviere. Aber dazu kommen wir gleich näher. Natürlich bin ich heute nicht alleine und als Unterstützung habe ich heute hier Mardom als Gast. Der eine wird ihn vielleicht kennen aus dem einen oder anderen Stream, aber Mardom kann ja gerade mal ein bisschen sich selber vorstellen. Ja, moin zusammen. Herzlichen Dank, dass ich heute hier mit dabei sein darf. Ich bin schon sehr gespannt auf unseren speziellen Gast heute. Und auch für mich ist das Thema Heldenbreviere ein sehr, sehr schönes, denn die haben mich auch direkt abgeholt, als ich damals vor 8 Jahren mit DSA angefangen habe und bin mittlerweile stolzer Besitzer so gut wie jedes einzelnen Heldenbreviers, was es für die DSA aktuell zur Verfügung gibt. Und kann da sicherlich auch die eine oder andere Anekdote aus meinem eigenen Nähkästchen noch mit euch teilen. Ja, und dann kommen wir auch zu unserem ganz, ganz, ganz speziellen Gast, über den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und es ist niemand Geringeres als die Carolina Möbis. Das ist unsere Fachfrau für die Heldenbreviere heute. Sie ist die Autorin dieser, fast nahezu, glaube ich, jedes. Hallo Carolina. Hallo, es ist wirklich schön, bei euch zu sein und ich bedanke mich mal für so viel Eingangslob von euch. Es freut mich sehr. Und ja, ich bin Carolina. Ich schreibe die Heldenbreviere. Ich habe sie alle geschrieben, bis auf das allererste. Das war das Streitende Königreiche-Brevier. Das war noch von Daniel Simon Richter. Aber die anderen stammen alle aus meiner Feder. Und ich freue mich total über euer Interesse. Ich habe nicht nur für DSA die Heldenbreviere geschrieben. Ich habe auch einen Roman beigesteuert über Andergast, Lehrer der Macht. Und Nostria natürlich. Die Nostrianer mögen mir verzeihen. Und außerdem habe ich auch tatsächlich, war das nicht mal das erste, das ich gemacht habe, sondern das war ein Beitrag zu einer Reihe der Kristall von Al'Sul, damals noch unter einem Pseudonym, nämlich Gernot Fallendar, das kann ich hier mal lüften. Und dann später auch die Hundstage-Reihe, das waren alles kleine Reihen, die sind noch bei Fanpro erschienen. Und dann kam Mera der Macht und dann irgendwann auch die Anfrage von der Redaktion, ob ich nicht Lust hätte, die Breviere zu schreiben. Und da konnte ich doch, habe ich mich nicht Nein sagen hören und dann ist es bis heute so geblieben. Und inzwischen bin ich, nach wie vor auch weiterhin freie Autorin, aber bei DSA bin ich jetzt auch tatsächlich fest im in der Ulysses-Familie angekommen und arbeite dort auch als festangestellte Mitarbeiterin inzwischen. Ja, sehr schön. Und wobei ich einschränken muss, ich mache dort nicht nur DSA, sondern tatsächlich auch, schreibe ich auch inzwischen viel für die Schwarze Katze. Und es ist auch ein System, das mir sehr angetan hat und auch ein wenig bei Hexen habe ich auch schon einiges beigesteuert. Also die volle Breite, aber ganz kurz zu dir. Also ich hatte so ein bisschen nachgelesen, du hast tatsächlich mit Battletech angefangen zu schreiben, glaube ich. Ne? Also so ein ganz anderes Genre quasi, so ein bisschen anders. Und bist Rollenspielautorin, aber eben nicht nur DSA spezialisiert, sondern schon eine größere Bandbreite. Das stimmt tatsächlich. Also da hast du gut recherchiert. Die ersten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, waren Battletech-Bücher. Das war Duo Infernale und später dann Royal Flush.
Und ja, Battletech war auch eins der Universen, die mir viel Spaß gemacht haben. Ich habe es auch gespielt. Eben da kam das dann auch her aus dem Spiel Battletech raus, aus dem Tabletop, dann ein bisschen die Beschäftigung mit dem Hintergrund. Und mein Wunsch, Autorin zu sein, zu schreiben, die ich mochte, der war eben irgendwann da. Und dann sagte mein Mann damals zu mir: Frag doch mal bei Fanpro nach, ob die nicht einen Battletech-Roman wollen. Und dann habe ich das gemacht und der Werner fand das sehr unterhaltsam, das Konzept, das ich damals für Du Infernale eingereicht hatte. Und er sagte dann: Mach mal. Aus diesem Mach mal wurden dann eine ganze Menge Rollenspielbücher inzwischen, ja. Sehr, sehr guten Weg eingeschlagen, denn sonst wären uns diese unzähligen wundervollen Heldenbreviere, ja, hätten wir sie nie erlebt. Von daher, darf ich fragen, wie du dann zu DSA gekommen bist? Ich kannte DSA schon länger, als ich sozusagen beruflich geschrieben habe. Und zum ersten Mal bin ich drauf gestoßen auf DSA mit 15, als ich irgendwie das Spiel Schicksalsklinge entdeckt habe. Eine Freundin von mir hatte das und dann habe ich das angefangen zu spielen und habe mich irgendwie da durchgearbeitet. Dann hatte ich Bock weiterzumachen, habe dann die ganze Riva-Trilogie gespielt. Also erst Sternenschweif und dann noch Schatten über Riva. Und insofern kannte ich DSA schon, aber rollenspieltechnisch hat es mich, damals war ich noch auf der Schule, erstmal zu Shadowrun und solchen Sachen hingezogen. Und als ich später dann zum Studium nach Leipzig gegangen bin, habe ich dann gedacht, du brauchst hier Nerdfreunde. Also das Wort Nerd war mir damals noch nicht so geläufig, aber so, du brauchst Leute hier, die auch solche Hobbys haben. Und bin im örtlichen Comicladen, habe ich den Aushang einer Rollenspielrunde gesehen, die DSA gespielt haben. Und ich dachte, DSA, das kennst du doch, das schwarze Auge, das ist doch irgendwie mir doch bekannt. Ah, komm, da gehst du mal hin. Und dann bin ich bei denen eines Wochenendes aufgekreuzt und habe gesagt, so, ich würde hier gern mitspielen. Und ja, der Rest ist History. Das nahm dann seinen Ja. Lauf, also auch aus dem Genau. Rollenspiel. Und ja, jetzt bist du quasi innerweltlich, also das, was gerade auch hier im Podcast gerne besprochen wird, was Aventurien angeht, mitten in den Abenteuern quasi immer drin und dabei. Und ja, sie entspringen deiner Feder. Also die Heldenbreviere sind einfach eine großartige Reihe. Und ich mag sie nicht missen. Es ist eigentlich mit das erste Hauptwerk, was ich immer zu einer Regionalspielhilfe lese. Aber um ganz kurz einen Überblick zu bekommen, es gibt ja nicht nur zu den Regionen die Heldenbreviere, sondern es gibt auch so ein paar zusätzliche, sage ich mal, Ausreißer, wenn man jetzt Aventurien ganz streng nur auf Aventurien betrachtet. Ja, also es gibt zum Beispiel das Heldenbrevier der Gildenmagie, was eben dann tatsächlich nicht auf eine Region bezogen war, sondern auf eine Profession, nämlich auf Gildenmagier. Und da war die Intention dahinter, die drei verschiedenen Magieschulen, Orden, Aventuriens einander beispielhaft an verschiedenen Charakteren sozusagen auch mal zu zeigen. So kann man einen Graumagier spielen, so kann man einen Schwarzmagier auch spielen, so ist eine Weißmagierin vielleicht drauf. Und diese verschiedenen Ansätze, Denkrichtungen miteinander in einem Revier, sagen über drei eben sehr unterschiedliche Magier, die zwar alle den gleichen Beruf haben, also die komplett gleiche Charakterklasse sozusagen, aber eben doch in ihrer Persönlichkeit und ihrem Verständnis von dem, was Magie ausmacht, sich doch dann eben wieder unterscheiden. Das war auch spannend, dann mal diesen Ansatz zu wählen. Ja, in Aventurien, gerade im Magierbereich, auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept, weil es eben so unterschiedlich ist, obwohl es alles Magier sind, ne? Aber dann heißt es noch lange nicht, dass die sich ja so gut miteinander zusammen müssen. Und weil sie auch so unterschiedlich sind, ne? Und ja, es gibt natürlich noch das Heldenbrevier der Neuioniten. Da gehen wir, glaube ich, später noch ein bisschen drauf ein. Wer das nicht einordnen kann, das ist DSA Mythos. Das ist eben der Cthulhu-Bereich, der für DSA mal als Crowdfunding da war.
Und ja, es ist auch, glaube ich, noch ein Jägerbrevier für Hexen. Also wer lieber in Hexen ausweicht und sagt so, nee, DSA, Aventurien ist vielleicht nicht ganz so meins. In Hexen könnt ihr euch auch so ein Jägerbrevier auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr noch gar nicht das Brevier kennt. Ja, das zeigt ja eigentlich sehr schön. Genau, das zeigt ja eigentlich sehr schön, wie weit verbreitet mittlerweile diese Breviere auch in den eigenen Systemen von Ulysses sind. Umso mehr hat es mich natürlich dann am Anfang des Jahres geschockt, als es dann kurzzeitig hieß, dass darüber nachgedacht wird, die Breviere ganz rauszulassen. Carolina, erzähl doch mal, wie war das für dich eigentlich im ersten Moment, als dann vielleicht Markus oder die Personen, die dahinter stecken, dann gesagt haben, ja, hör mal, rentiert sich vielleicht nicht mehr so ganz für uns. Ist natürlich für einen Autor immer nicht so schön, wenn dir gesagt wird, dein Kram verkauft sich nicht so gut, dass es sich für den Verlag lohnt. Aber gleichzeitig, da ist man ja dann eben auch gerade als Festangestellter, wie soll ich sagen, wurde auch gleich mit mir drüber geredet, noch von verschiedenen, was ich jetzt, also andere Sachen, die ich dann machen würde und so weiter. Wir hatten dann eben schon auch alternative Ideen, wie ich mich da weiter bei Ulysses mit einbringen kann als Content Creator. Und insofern dachte ich, na gut, dann kommt die Sache halt jetzt so zu einem Abschluss in dem Sinne und hatte mich da auch schon in gewissem Maße mit abgefunden. Es gab, dass dann eben Winterwach dann nichts mehr kommen würde. Aber dann gab es eine unglaublich tolle Fanresonanz, woran ich gemerkt habe, wow, ich habe wirklich tolle Leser. Und das hat mich enorm gefreut und mich auch sehr beflügelt. Und dann meinen Job im Winterwach-Brevier dann so gut wie möglich zu machen. Nicht, dass ich das nicht jedes Mal versuchen würde, aber es war dann schon auch klar etwas emotional, dass das dann noch sozusagen doch noch machen zu können. Und das war schon sehr schön, muss ich sagen. Und es freut mich auch eben, dass die Reihe eben doch geblieben ist. Aber natürlich hätte ich die Notwendigkeit, eine wirtschaftliche Notwendigkeit, komplett akzeptiert. So, ich bin aber auch froh, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, eben dadurch, dass es jetzt keine Illus mehr geben wird und so, dass wir die Reviere jetzt letzten Endes auch wieder kostendeckend produzieren können. Also ich bin auch sehr froh, dass eine Lösung gefunden wurde. Natürlich ist es immer verständlich, dass es wirtschaftlich sein muss, aber gerade dieser Teil, der für mich einfach ein ganz fester Bestandteil einer Regionalspielhilfe ist. Das ist so, als wenn man gesagt hätte, wir machen keine Quellenbände mehr oder die anderen Regionen werden nie wieder rauskommen. So, das hat für mich nicht zusammengepasst und ich glaube auch nicht, dass der Verkauf an sich gar nicht so sehr an dem Inhalt liegt, sondern vielleicht gar nicht so sehr an der Bekanntheit dieser Heldenbreviere. Also viele nutzen ja zum Beispiel die Vademecums ja gerne als Quelle, wenn sie einen Geweihten spielen wollen, weil sie da natürlich sehr viel für ihren Charakter rausziehen können. Bei den Heldenbrevieren, finde ich, kann man für jeden Charakter, den man spielen will, und als Meister kann man sich so viele Inspirationen für eine bestimmte Region, die Lebensweise, die ja, das ganze Gefühl mehr rausziehen als aus vielen, vielen anderen Büchern, die etwas umschreiben, sage ich mal. Und ja, der Meinung schließe ich mich gerne an. Ja, auf jeden Fall. Ich bin damals, als ich vor 8 Jahren, wie gesagt, mit DSA angefangen habe, auch dürfte so tatsächlich DSA 5 Anfangszeiten gewesen sein. Da gab es noch nicht so viel Content wie heutzutage mittlerweile. Da bin ich auch natürlich über die streitenden Königreiche mehr oder weniger dann in diese Regionalspielflöte, wie Markus das immer schön bezeichnet, hineingelangt. Und da gehörte schon das Heldenbrevier zum festen Bestandteil in meiner Bestellung immer. Und das hat sich über die letzten Jahre auch eigentlich immer so gehalten. Nichtsdestotrotz ist für mich, Carolina, so Mera der Macht, so ein bisschen das etwas größere Heldenbrevet der streitenden Königreiche, was von dir dann tatsächlich dazu beigesteuert wurde. Von daher ist es nicht ganz so schlimm, dass du das erste nicht unter deiner eigenen Feder hattest. So kann man das natürlich auch sehen. Und ja,
Tatsächlich hatte Mera der Macht auch schon ein ähnliches Konzept, insofern, dass damals gesagt wurde, wir wollen praktisch bestimmte Ereignisse, die in der Regionalspielhilfe sich ändern, die da passieren, die dort beschrieben werden als sind passiert, dass wir denen praktisch eine Ausgestaltung geben in Form eben eines Romans. Sodass man, letzten Endes war damals der Gedanke, Endemir wird jetzt König von Andergast, sozusagen, da ändert sich einiges und Yolande kommt in Nostria auf den Thron. Und dann wünschte sich die Redaktion eben damals, dass das in Romanform noch weiter ausgestaltet würde, mehr als das jetzt die reinen RSH-Texte konnten. Und das war aber schon das erste Mal für mich persönlich, diese klare Verknüpfung zu schreiben in Bezug auf eine Regionalspielhilfe und die Ereignisse, die dort sind. Und das dann als Grundlage zu nehmen und dann auszugestalten. Und da habe ich auch dann gemerkt, wie schwierig oder wie anspruchsvoll es letzten Endes ist, einen Plot zu machen, der nicht anderen Dingen komplett widerspricht. Beispielsweise hatte ich dafür einen Roman ein Konzept eingereicht. Das war auch so weit im Gespräch. Aber in der Zwischenzeit hat der aventurische Bote ganz andere Tatsachen geschaffen. Und dort wurde dann beispielsweise die Bombastenfehde sozusagen geschrieben. Und das waren dann Dinge, die ich natürlich aufgreifen musste in Mera der Macht, das nochmal einiges am Konzept dann geändert hat. Zwischen denen, ich habe es eingereicht und dann 3 Monate später, ich muss es ändern, weil da hat der Bote was passiert im Boden. Und da habe ich aber, würde ich sagen, an Mera der Macht auch die Grundlagen gelegt für mein späteres Arbeiten eben immer wieder in Bezug auf die sich ändernden Regionalspielhilfen. Aber das ist halt so die Vor- und Nachteile, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz pragmatisch, von lebendiger Geschichte. Das ist ja das, was Aventurien seit Jahrzehnten ausmacht, dass es eine lebendige, entwickelte Geschichte sich, die sich immer, immer, immer weiterentwickelt, wo Dinge passieren, die man in Einklang bringen muss und somit eben. Ja, es komplizierter ist, sei es Romane oder eben Heldenbreviere, weil das alles irgendwie in sich stimmig und zusammenpassen muss. Aber, also es macht es komplizierter, das Ganze bei der Erstellung, beim kreativen Sein, auch vielleicht beschränkend. Aber umso stimmiger ist ja am Ende das Ergebnis meistens dann, was rauskommt. Und es fühlt sich nicht an wie eine zusammengewürfelte Welt. Also wenn ich da mal jetzt, sagen wir mal, D&D nehme, da habe ich nicht diese schöne geschichtliche geschlossene Welt, ne? Sondern da habe ich irgendwas. Für mich persönlich nicht ganz so viel Fassbares. Aber das ist sowieso ein ganz anderes Thema. Aber wir reden ja schon die ganze Zeit jetzt über Heldenbreviere und sagen ja, die Heldenbreviere. Was sind eigentlich Heldenbreviere? Also es gibt sicherlich auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, was ist denn ein Heldenbreviere? Ist das jetzt ein Roman? Ich lese aber gar keine Romane. Oder ist das jetzt so ein Quellenband für eine Region? Wollt ihr mal erzählen, was Heldenbreviere sind? Kann ich natürlich gerne machen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich das erzähle. Die Heldenbreviere sind ursprünglich angefangen, war es ja auch, und das war auch der Untertitel bei dem Nostergast-Brevier, Reiseberichte. Und das sollten sie ursprünglich sein, letzten Endes kleine Bände, die aus inneraventurischer Perspektive geschrieben sind, also in-game von aventurischen Charakteren und Figuren. Und die Intention war, bei einer Regionalspielhilfe zum Beispiel regionstypische Charakterklassen ein bisschen deutlicher darzustellen, indem man beispielhaft Charaktere nimmt, die eben zum Beispiel ein Andergast, ein Ritter oder in der Siebenwindküste ein Grenzreiter, Stammeskrieger, also alles Leute aus den jeweiligen Regionen als Charaktere zu nehmen. Dann ging es auch darum, bestimmte Bereiche des Landes nochmal zu zeigen. Deswegen natürlich sind viele dieser Geschichten Reisegeschichten. Die Leute kommen in der Region rum, sehen diesen Ort, jenen Ort und erleben unterwegs Dinge, die sie dann eben in Briefen, in Tagebuchform festhalten, aber teilweise halt auch zum Beispiel mal in sowas wie Gerichtsaufzeichnungen oder in einfach Geschichten, die am Lagerfeuer erzählt werden. Ich
ist es gerade dann herausfordernd, immer wieder auch eine neue Form zu finden. Zum Beispiel, wenn man Charaktere hat, die gar nicht selber viel schreiben würden. Wenn man einen gelehrten Charakter hat, dann ist es immer dankbar, denn der wird im Zweifel immer sich irgendwelche Notizen machen. Oder auch ein Adliger, der kann problemlos Briefe nach Hause schreiben. Aber was macht so ein Stammeskrieger? Schreibt der wirklich jetzt Tagebuch? Eher nicht, eher unwahrscheinlich. Gerade bei diesen Charakteren war es dann immer eine Herausforderung, die trotzdem zu Wort kommen zu lassen, in einer inneraventurischen Form. Ja, und aber genau so war es gedacht. Es sollte Flair reinbringen. Und das, denke ich, schaffen sie hoffentlich heute auch noch, das sozusagen. Und dann kam mein Anspruch als Autorin, die eben sonst auch Romane geschrieben hat, die gesagt hat, da können wir doch noch mehr Story bringen. Da können wir doch irgendwie versuchen, ein kleines Abenteuer zu erzählen. Und so wurde es dann, dass diese einzelnen Berichte alle miteinander in Zusammenhang stehen. Die Charaktere, die diese Ereignisse schildern, meistens einander begegnen früher oder später oder deren Pfade sich in irgendeiner Form kreuzen. Und die dann auch verschiedene Informationen in ihren jeweiligen Erzählungen beisteuern, die dann zusammen eine Handlung, ein Bild ergeben. Ja, dem habe ich eigentlich auch kaum noch was hinzuzufügen. Bis auf vielleicht, dass ich das sehr gerne mal transparent mache für die Leute, die draußen die DSA-Bücher kennen, von der Größe her zumindest. So ein Heldenbrevet hat nicht mal ansatzweise eine A4-Größe. Es dürfte eher in Richtung A6 gehen tatsächlich. Sind kleine braune Bücher, relativ handlich tatsächlich auch in einer einzigen Hand zu tragen und nicht so groß und schwer wie die anderen physischen Bücher. Deshalb eignen sie sich unter anderem auch perfekt, um sie tatsächlich nicht nur als Reisebericht, wie sie dort stehen, zu lesen, sondern auch auf eine eigene Reise, die man gegebenenfalls irgendwo mal gerade antritt, mitzunehmen. So habe ich das zumindest immer sehr gerne gemacht. Egal, ob es jetzt eine Bahnfahrt sein sollte oder mal wieder der Besuch bei irgendwelchen Verwandten, die etwas weiter entfernt wohnten. So ein kleines A6-Büchlein kriegt man immer noch schön mit in den Rucksack, was bei einem A4-Buch teilweise echt nicht so gut funktioniert. Gerade für Leute, die noch physische Bücher sehr gerne in der Hand haben, ist das absolut empfehlenswert. Allein nicht nur vom Inhalt, sondern auch schon von der ganzen Aufmachung. Und für die Leute, die sagen, boah, so einen ganzen Roman, den schaffe ich ja gar nicht zu lesen, das spiele ich lieber, kann ich nur sagen, wenn man einmal anfängt, hat man selbst als ein langsamer Leser die Bücher wirklich, also ich habe sie, wenn ich sie anfange, verschlinge ich sie sogar zwei- oder dreimal. Weil ich mir dann schon gerne inspirierende Notizen für Charaktere, NPCs oder ähnliches mache. Also wenn ihr wirklich mal Ideen auf NPCs braucht, die sehr viel Substanz haben, greift zu den Heldenbrevieren einer Region. Die sind auch tatsächlich dazu gedacht, auch für einsteigerfreundlich, also sozusagen einsteigerfreundlich zu sein und den Leuten, die so vertraut sind mit Aventurien, auch Einblicke zu geben, dass sie ein Feeling für das System bekommen und für die Welt. Genau, und dabei, also Regelsystem ist halt ganz außen vor gelassen, weil es eben inneraventurisch, also aus der Charaktersicht ist. Was ich sehr spannend fand, und es gibt ja mittlerweile wirklich für jede Region, die in DSA 5 erschienen ist, gibt es ja auch ein Heldenbrevier dazu. Und so sehr sie Heldenbrevier sind und so sehr sie ein, also man erkennt das Format ja immer wieder, so sind sie trotzdem nie gleich und es verliert meiner Meinung nach nie an Spannung, so ein Buch zu lesen, weil es doch immer wieder anders ist. Und du hast es vorhin schon erwähnt, also ich frage mich, wie du es immer schaffst, die so unterschiedliche Sachen reinzubringen in die Breviere, dass sie dann eben so spannend sind und nicht eigentlich wie so ein vorgefertigtes Format am Ende rüberbringen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Also ich glaube, das bringen wir am besten rüber, wenn wir vielleicht auch einfach uns mal einzelne Heldenbreviere vornehmen und anschauen. Ja, gern. Ja, ne? Würde ich sagen. Bevor wir da so theoretisch über die ganzen Breviere reden, würde ich sagen, gucken wir auch einfach mal uns ein, zwei, drei Breviere an. Es gibt, wie gesagt, also wenn ihr da draußen eure Lieblingsregion habt,
die in DSA 5 bereits erschienen ist. Dann gibt es auch ein Heldenrevier dazu. Dann könnt ihr euch das schnappen. Wenn ihr sagt, ach, ich bin da ja völligst frei, dann gibt es sicherlich von euch, von dir, Carolina, und von dir, Madom, vielleicht die Empfehlung, welches Heldenrevier man so sich zuerst schnappen sollte. Also ich bin da natürlich biased, weil ich habe sie alle gerne. Und ja, das würde ich wirklich sagen, macht es davon abhängig, auf welche Region ihr Bock habt. Wenn ihr Musketiere mögt, dann wäre vielleicht die Sonnenküste was für euch. Wenn ihr tatsächlich Seefahrt mögt, dann kann man natürlich das Heldenrevier der Gestade des Grottwals empfehlen. Oder ja, wenn man zum Beispiel eben immer schon mal wissen wollte, wie stelle ich mir eigentlich die dampfenden Dschungel vor? Das ist so ein unerschlossenes Gebiet für mich. Dann wäre vielleicht eben auch das diesbezügliche Heldenrevier zu empfehlen. Also welches jetzt besser oder schlechter ist, ist jetzt echt aus meiner Sicht natürlich nicht gut zu sagen. Gut, es müssen die Leser entscheiden. Von meiner Seite einfach aus, da es mir mit am ehesten tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, da ich es einfach wahnsinnig prägnant für eine spezifische Region eigentlich empfand, bevor ich es eigentlich gelesen habe. Und während des Lesens ich feststellen musste, dass es sehr, sehr viele Ecken und Kanten hat und diese Region unglaublich nach außen verbreitet, war tatsächlich für mich das Heldenrevier der Flusslande, wo man ja immer so denkt, ja, Kosch und die Nordmarken, da passiert nicht so wirklich wahnsinnig viel. Tatsächlich hat mich die Geschichte, die da innerhalb des Brevets vermittelt wurde, komplett abgeholt und hat es tatsächlich auch mit wenigen wirklich extravaganten Mitteln, die man vielleicht eher in anderen Regionen zur Verfügung hatte, geschafft, doch über 160 Seiten sehr, sehr gute Geschichte meines Erachtens nach auch darzulegen. Das hat mich tatsächlich sehr langfristig daran immer noch erinnern lassen, obwohl es nun schon mehrere Jahre her sein dürfte, dass ich es zum letzten Mal gelesen habe. Also auch die Flusslande, die so eher ein bisschen, eher die seichte Region quasi in Aventurien eigentlich sind. Richtig. Ne? Ja, und aus meiner Sicht, aber es ist auch vielleicht ein bisschen, weil das mit das erste Heldenrevier war, was mich unheimlich inspiriert hat und überhaupt das erste Heldenrevier, wo ich das Format kennengelernt habe, das war Havena. Und ich glaube sogar ziemlich sehr, lag es sogar an diesem Heldenrevier, dass Havena eine meiner Lieblingsregionen sind, die einen ganz großen Fleck in meinem Herzen eingenommen haben. Und sowohl ich als auch Spielleitung, auch als mit meinen Charakteren da sehr verbunden sind und bin. Und die NPCs aus dem Heldenrevier sind auch irgendwie zu meinen eigenen NPCs dann geworden mit ihren Briefen. Das sind ja schon einige Heldenreviere. Geschichten, Reiseberichte. Das hast du ja schon vorhin gesagt. Wie ist das denn beim Dschungel? Denn da wird es ja schwierig sein, geschriebene Briefe, sage ich mal, wie das zum Beispiel im Heldenrevier Havena ja ganz gut den Plot voranbringt. Wollen wir vielleicht uns Dschungel einmal angucken, wie das Heldenrevier des Dschungels gemacht ist. Das ist auch ein bisschen anders, die dampfenden Dschungel, als zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Havena vergleichen würde, ne? Die dampfenden Dschungel war insofern für mich persönlich sehr anspruchsvolles Projekt, weil ich zum einen zugeben muss, mich vor diesem Revier mit der Region nicht groß auseinandergesetzt zu haben. Und ich natürlich dann erstmal sehr viele Publikationen, die dann da in dem Rahmen erschienen waren, gelesen habe, um dann überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie ist. Ich muss ja selber als Autorin, um das Flair einer Region rüberzubringen, selber erstmal ein Feeling für diese Region bekommen. Das mache ich, indem ich versuche, so viel wie möglich darüber zu recherchieren. Also nicht nur mit der letzten Regionalspielhilfe zu arbeiten, sondern teilweise auch noch in frühere Texte reinzugucken und da also immer eine Recherche dann zu machen, die macht einen übrigens auch sehr demütig. Also immer wenn du denkst, du kennst dich in Aventurien super aus, dann kommt ein neues Heldenrevier in der neuen Region um die Ecke und dann verstehst du erstmal, was du alles nicht weißt über Aventurien. Und so arbeitet man sich sozusagen in diese Welt rein, Heldenrevier für Heldenrevier.
Und das ohne eine regionale Spielhilfe, ohne einen Quellenband, der da ist, oder? Ja, manchmal liegt der Text auch dann schon vor und dann konnte ich sozusagen mit dem Text der neuen Regionalspielhilfe schon arbeiten und manchmal ist es parallel gemacht worden und dann sozusagen waren es eben teilweise die alten Regionalspielhilfen oder eben auch Infos, die dann natürlich die Redaktion einem gibt. Also das sind dann immer unterschiedlich ein bisschen im Schaffensprozess, je nachdem, wie das gerade alles von der Timeline her funktioniert, der Erstellung einer solchen Regionalspielflöte. Und bei den Dschungeln war es tatsächlich so, da war ein Großteil des Textes schon fertig, als ich angefangen habe, das Brevier zu schreiben. Das hat es leichter gemacht, aber da gab es andere Hürden. Zum einen war da natürlich das Thema Kolonialismus und auch ganz stark in der Redaktion die Frage, wie setzen wir uns mit diesem Thema auseinander, wie machen wir es sensibel, wie machen wir es eben sozusagen einfach in einem angemessenen Rahmen. Wir sind da sehr, sehr bewusst mit diesen Themen umgegangen und da wurde im Vorfeld auch viel darüber geredet, welche Art, auch eben gerade wie es im Heldenbrevier dargestellt wird. Beispielsweise habe ich dann mich entschieden, einen Charakter als haupterzählenden Charakter zu nehmen, der nicht aus der Region wirklich selbst kommt, sondern eine Entdeckerin, die eine Völkerkundlerin sozusagen, die sich dann in die dampfende Dschungel begibt, um dort die indigenen Stämme näher kennenzulernen, weil ich hier auch gerade bei diesem Brevier einige sehr realweltliche Erfahrungen reingebracht habe aus meinen eigenen Reisen nach Südamerika. Und deswegen wollte ich gerne einen Charakter haben, der, wie ich damals eben bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die Natur, bestimmte kulturelle Unterschiede entdeckt hat, sozusagen auch eine Figur haben, die das ebenso wie ich damals neu entdeckt und eben auch ihre Gedanken dazu hat, dazu viel reflektiert. Es ist ja auch so, wenn man Einheimische, die denken über bestimmte Dinge einfach nicht nach, weil sie normal sind, dann ist es natürlich viel schwerer, dem Leser trotzdem diese Dinge zu erklären, denn der Leser unter Umständen diese Dinge nicht kennt, als wenn man eben jemanden hat, der selber aus einer Region nicht kommt und dann eben praktisch auch diese Dinge neu erlebt und darüber reflektiert. Gleichzeitig wollten wir natürlich auch den Waldmenschen eine eigene Stimme geben und nicht eben nur über sie schreiben. Deswegen gibt es die Figur Nepiluhan, das ist eben auch ein Waldmenschenkrieger, der die Protagonistin begleitet, sozusagen auch der zweite wichtige Protagonist in dieser Geschichte ist und ab und zu kriegt auch er sozusagen Redetext und stellt seinen Standpunkt in seinen Worten dar. Und dann habe ich noch, weil Tayas in der Kultur der Waldmenschenstämme eine wichtige Rolle spielen, auch diese noch immer reingebracht und jedem Kapitel einen dazu inhaltlich leicht verknüpften Taya vorangestellt. Zur kurzen Erklärung, was das ist, oder vielleicht will es einer von euch sagen, dann muss ich hier nicht die ganze Zeit reden, das wäre cool. Dann übergebe ich mal an euch, um zu erklären, was Tayas sind. Madom, oder kennst du die Dschungel gar nicht? Kann ich doch machen. Also ich würde es wahrscheinlich nicht so gut erklären können wie du, Carolina. Okay, dann laber ich weiter. Und zwar sind es märchenartige, sagenartige Geschichten, die sich immer wieder weitererzählt werden, sozusagen von einer Generation zur nächsten, weil die Waldmenschen eben keine Schriftkultur haben, sondern eine Erzählkultur, was es übrigens nicht so anders macht, also oder eine gewisse Parallele zu den Torwalern aufwirft. Dann auch bei Gestade des Gottwalds habe ich dann zwar keine märchenartigen Erzählungen reingebracht, aber auch hier sind sozusagen mehr Passagen, die nicht inneraventurisch geschrieben werden, auch von jemandem, der in ein Tagebuch schreibt, sondern erzählt werden. Und das war sozusagen dann bei den Dschungeln auch da besonders stark, dass ich dann gesagt habe, ich wähle diese Märchenform auch vielleicht, damit man da Anregungen findet für sein eigenes Spiel. Das hatte ich gehofft mit diesen Märchen, mit diesen Tayas. Das sind immer so lehrreiche Geschichten, also ein bisschen wie so Tierfabeln und dergleichen. Da ja auch die Leute direkt in ihrem Rollenspiel zu bereichern, wenn sie dann sagen, ich habe hier einen Taya, den kann ich am Spieltisch so vorlesen oder kann es so einfließen lassen, dass ein NSC zum Beispiel so etwas erzählt. Und so als Anregung war das gedacht. Genau, also diese Märchen und oder eben halt in den dampfenden Dschungeln. Also dampfende Dschungel war für mich erstmal so eine Region, in der kenne ich mich bei Weitem noch lange nicht aus. Es ist auch noch keine Region, in der ich gespielt hätte. Aber genau da würde ich ja den Ansatzpunkt suchen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, Spielleitung wäre,
da in Worte ein gewisses Feeling an den Tisch rüberzubringen, finde ich gar nicht so einfach. Und da ist es aus den Heldenbrevieren einfach mega gut, auf diese Texte zurückzugreifen und sich so ein bisschen vielleicht dann auch den Stil, der, ich finde, die jede Region immer so perfekt verkörpert für mich oder zumindest für mich ein Feeling oder mir eine Idee davon gibt, das ja, für mich zu übernehmen. Jeder kann natürlich, also es gibt sicherlich auch Leute da draußen, die ihre eigene Vorstellung von einer Region haben, die es abweicht. Also das ist ja das Schöne, was Rollenspiel ausmacht für mich. Und da kann natürlich jeder gerne auch anders und so spielen, wie er möchte. Also es ist meiner Meinung nach nichts in Stein gemeißelt. Und wenn ich meine eigene aventurische Welt, Parallelwelt schaffe, wo es alles ein bisschen anders ist, finde ich, kann das natürlich jede Gruppe für sich machen. Für mich war das, also ist es in den Heldenbrevieren wirklich, ja, ich glaube, den Dschungel, also ich finde diese Idee mit jemandem, der das entdeckt und gleichzeitig von jemandem aus dem indogenen Volk mitbegleitet wird und gleichzeitig das, was eigentlich überliefert wird in diesen Regionen als Erzählung, mit reinzubringen und dann als Geschichte zu verknüpfen und das auch noch in diesem kleinen Format, das finde ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, deshalb ist auch die Charakterwahl bzw. die Wahl der beiden Protagonisten so unglaublich gut gewesen am Ende des Tages, weil beispielsweise auch sehr viele, kann ich mir sehr gut vorstellen, in der Aventuria gar nicht so viel Ahnung von den dampfenden Dschungeln haben. Das ist, wenn dann mal ein Randgebiet, wo vielleicht irgendwelche Entdecker mal was von gehört haben, aber die wenigsten Aventurier werden sich irgendwann mal in ihrer Lebenszeit auch auf den Weg machen, um die dampfenden Dschungel selbst in den eigenen Augen zu sehen. Deshalb ist es unglaublich gut gewesen, dass es als eine Art, ja, wirklich Bericht auch gemacht wurde in dem Fall. Das ist ein Paradebeispiel, bin ich der Meinung eigentlich, wie man so eine Region dann jemanden, der noch überhaupt gar keine Ahnung davon hat, sei es jetzt IT oder OT tatsächlich, dann auch komplett näher zu bringen und dann natürlich auch mit dem Eingeborenen dort die Option zu haben, auch deren Perspektive selbst auf das Draußen noch einmal zu geben, ist meines Erachtens nach einer der besten Bände deshalb auch geworden dahingehend. Das freut natürlich sehr euer Lob hier. Ich muss auch sagen, es war insofern kurios in vielerlei Hinsicht, weil ich sehr viel von dem, was da steht, ist tatsächlich real passiert. Also beispielsweise gibt es eine Episode, wo sie die Protagonistin einen Tausendfüßler anfasst und dann sagt, also kriegt sie eine brennende Hand, weil der eben giftig ist und der Indigene gibt ihr den Rat und sagt, pinkel drauf. Das ist nicht mir passiert zum Glück, aber im Tayrona Nationalpark in Kolumbien zwei amerikanischen Touristen, die uns entgegenkamen, die waren nur in Badelatschen und Badehose im Dschungel unterwegs. Sozusagen, da ist eine, wie stellt man sich das vor? Also man geht ein Stück in die Berge rauf und ist total im Dschungel, so 500-600 Meter hoch. Zack, steht man im Dschungel. Das ist eben, wie gesagt, ein Nationalpark. Da gibt es natürlich Wege und alles, aber eben auch die, sage ich mal, urwaldartige Fauna. Und weiter unten ist dann ein wunderschöner Küstenstreifen, wo die ganzen Badegäste sind. Und ab und zu verirren sich welche von den Badegästen nach oben in den Dschungel. Und da muss man auch sagen, wir hatten da großartige Kulturclashes sozusagen. Denn wir Deutschen, die mit einer kolumbianischen Familie unterwegs waren, wir waren bestens vorbereitet. Ne? Wir hatten Schlangenbissschützer von der Bundeswehr um unsere Waden geschlungen. Wir hatten uns lange Kleidung angezogen wegen der Moskitos und eventuell Malaria und was weiß ich. Und die Kolumbianer selber, die waren in Schläppchen und kurzen Hosen unterwegs und die beiden Amerikaner in Badelatsch und Badehose und sonst nichts. Und die hatten einen Tausendfüßler angefasst und die fragten nun unseren Reiseleiter, der war sozusagen ein Mensch vor Ort, dass sie dieses Problem haben. Und der sagte so ganz lakonisch, piss on your hand. Sehr schön. Und das ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber auch zum Beispiel eine Begegnung tatsächlich mit dort lebenden Indigenen, die wir zufällig trafen. Und die haben mich auch enorm beeindruckt. Wobei ich auch sagen muss, das war auch sehr interessant in Kolumbien. Ein Großteil der Bevölkerung hält nicht so viel von den Indigenen. Und für mich war das eine unheimlich faszinierende Sache. Da gibt es indigene Leute, die leben noch in einer einigermaßen traditionellen Form. Ich würde wahnsinnig gern mal so ein Dorf besuchen. Aber das wurde von unseren Kolumbianern nicht so
geschätzt. Die haben das ein bisschen abgebügelt, geht doch lieber zum Strand, geht doch lieber schwimmen. Also das war okay. Sozusagen, ja, da merkt man eben auch, wie kolonialistische Strukturen krass heute noch nachwirken in dem Land. Und ich will ja jetzt gar nicht über Kolumbien so sehr reden, sondern eher über diese Anekdoten, die da passiert sind. Und diese Erfahrung auch im Dschungel, die habe ich versucht, dann in der Erfahrung, in der Beschreibung voll mit reinzubringen. Also wir hatten auch das Problem, und zwar wirklich wahnsinnig warm, es war wirklich wahnsinnig schwül. Wie man sich das Klischee vom Dschungel vorstellt, so war das da auch. Und ich habe irgendwann Heißlauf gekriegt, ein Stück weit. Ich saß dann da, ich konnte nicht mehr weiter und dachte dann, fuck, ich hol hier keinen Helikopter raus. Ne? Also, du musst jetzt irgendwie hier irgendwie diesen Weg weitergehen. Und wir haben es auch dann runter geschafft und dann waren wir erstmal eine halbe Stunde komplett platt und dann habe ich halt eine Kokosmilch getrunken. Das ist ein guter Elektrolytentrink, das hat mich dann wieder voll hochgezogen. Aber da habe ich gemerkt, so, das erfordert auch ein bisschen Training, den ganzen Tag im Dschungel rumzulaufen, rauf und runter. Das ist scheiße anstrengend, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und oder zum Beispiel, was auch die Geschichte mit dem Huhn und der Krabbe, das ist ein Thaya, das ist literally genau so passiert. Das ist also etwas, das mich, kleines Stadtkind, total geschockt hat, zu sehen, wie ein Huhn so eine Krabbe auseinandernimmt in 0, nichts. Und ich habe Hühner davor mal so als Körnerfresser gesehen. Wie so ein Huhn brutal zum Fleischfresser wird, das war für mich eine beeindruckende Sache. Und die habe ich dann in einen Thaya verarbeitet und habe dann da sozusagen aus dieser Episode was Inhaltliches noch gemacht. Ja. Für das Brevier. Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, woher die Thayas kommen. Also so eine Geschichte, also man hört ja schon, es ist ja so einiges oder die Anekdoten, die aus dem Real Life eingearbeitet sind, die dann entsprechend aber auch lebendig, wirklich lebendig rüberkommen. Also da verstehe ich jetzt auch den Hintergrund ein bisschen mehr. Aber da habe ich mich gefragt, wie das bei den Thayas ist. Also gibt es ja nicht in echt oder sind da auch Geschichten eben aus dem echten Leben in die Thayas reingearbeitet? Teilweise. Also zum Beispiel gibt es einen Thaya über die Unapata. Und die Unapata ist tatsächlich ein kolumbianischer Mythos. Das ist nämlich Spanisch und heißt also, wenn man das aufteilt, Unapata, ein Fuß, ein Bein, so ungefähr kann man den Namen übersetzen. Und es gibt tatsächlich eine kolumbianische Legende, Folklore-Geschichte über eine einbeinige Hexe, die durch die Wälder springt und Leute jagt. Also praktisch so ein klassischer Hexenmythos oder auch die Tatsache, dass die Familie, mit der wir da unterwegs waren, die haben eine Farm. Und auf dieser Farm erzählte man mir dann so ganz lapidar, übrigens der Baum da, es war ein großer, beeindruckender Baum, hatte einen gewissen Umfang, das ist ein Hexenbaum, ne? Da kommen Bruchas hin. Und das haben die deadpan erzählt. Ich bis heute nicht weiß, ob die mich komplett verarscht haben oder ob die das wirklich davon ausgehen, dass da irgendwelche Hexen noch hinkommen. Also ich habe das Gefühl, in Kolumbien ist man da nicht so wie bei uns, wo man sowas so komplett, okay, wir feiern Walpurgisnacht, ne, aber das sind ja alles nur verkleidete Frauen, sondern da ist noch ein ganz anderer in der Folklore, gerade auf dem Land, ein ganz anderer Umgang mit dem Thema. Und ja, also insofern habe ich ein bisschen Mythos, also so Mythologie auch reingebracht. Unapata ist ein schönes Wort, dem man nicht anmerkt, dass es Spanisch ist, wenn man es nicht weiß. Deswegen hat es auch ganz gut funktioniert für die dampfenden Dschungel sozusagen als Sprache dann eines der Waldmenschenstämme. Aber ja, das war eine Inspiration. Jetzt würde mich ja noch direkt interessieren, ob das Zufall war, dass du ausgerechnet dann nach Kolumbien geflogen bist oder ob das schon in deiner Vergangenheit war. Oder du das jetzt immer so machst, beispielsweise für die Winterwacht dann ins tiefste Norwegen fahren, um mitzubekommen, wie die Menschen dort leben. Jetzt wissen wir, warum die Reviere so teuer sind. Weil ich habe meine Reisekosten. Die Reisekosten. Einreicht. Nein, so ist es nicht, sondern mein Vater stammt aus Kolumbien und ich bin selber Halbkolumbianerin, aber hier in Deutschland auch aufgewachsen. Aber aus dem Grund habe ich natürlich dieses Land irgendwann entdeckt und dann bin ich auch dreimal dahin gereist und konnte dann einfach tatsächlich frühere Reisen verarbeiten, die ich dann schon gemacht hatte. Und als diese Sache kam, eben der Auftrag mit dem Dschungelrevier, und dann habe ich natürlich einfach ganz logisch, das war ja meine Erfahrung von echten Dschungeln, die hat ja in Kolumbien stattgefunden, und da ich sonst nirgendwo Dschungel gesehen habe, ist mein
meine dampfenden Dschungel sind deswegen halt Kolumbien. Ja, aber es ist natürlich dann so eine perfekte Übertragung, ne? Und dann, ich finde das auch mit den Thayas sehr, sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch so ein Stück Mythologie und eigener Geschichte für diese Region und für dieses Land rüberbringt. Und damit vielleicht ihr auch da draußen überhaupt wisst, worüber wir reden. Hättest du Lust, uns irgendwie eine Thaya oder so jetzt vorzulesen? Na, aber klar, ihr fragt eine Autorin, ob die Bock hat, aus ihrem Kram zu lesen. Nein, finde ich ganz schlimm. Und tatsächlich würde ich jetzt, weil ich darüber schon so geredet habe, das Thaya mit dem der Krabbe und dem Huhn nehmen. Oh ja. Und, damit, also weil ich das eben gerade hier eben so lustig finde, wenn man weiß, dass es wirklich einfach passiert ist und ich trotzdem versucht habe, hier dann ein Stück weit Kunst zu machen. Ich nehme mir jetzt einfach mal, setze mir mal den Künstlerhut auf und sage, hier habe ich halt sozusagen aus der Realität inspiriert, versucht, eine Aussage reinzubringen. Warum die Krabbe das Huhn fürchtet? Das Huhn ist ein emsiges Tier. Beim ersten Morgenrot ruft es zur Arbeit. Es schreitet den lieben langen Tag umher, stets auf der Suche nach Futter. Kommt ein Räuber, stellt es sich tot. Es brütet ausdauernd und sorgt für seine Küken. Und es gibt gutes Fleisch. Wenn du es fett willst, musst du ihm guten Mais zu fressen geben. Aber es frisst auch Insekten und hält sie von deiner Hütte fern. Daher ist das Huhn mit seinem stolzen Gang und seinem glänzenden Gefieder ein gutes, schönes Haustier. Aber wenn du kleiner bist als ein Huhn, dann ist das Huhn eine furchtbare Bestie. Weil es auch gern Fleisch frisst, geht das Huhn auf Jagd. Neulich sah ich, wie ein Hahn unten am Strand eine Krabbe fraß. Eine dieser hübschen blauen Krabben, die in der Dämmerung unter der Wurzel des Manichelbaums und dem Gesträuch der Strandbohne hervorkriechen und zum Wasser laufen. Da sah ich, wie ein Huhn herbeigerannt kam. Es war jenes alte, gerissene, mit dem Knickebein, das du so liebst. Dafür, dass sein Bein einmal gebrochen war, ist es noch erstaunlich schnell. Und es war schneller als die Krabbe. Die Krabbe erstarrte vor Schreck, als sie merkte, dass ein großes Tier vor ihr stand. Doch vor Angst zu erstarren, war ein großer Fehler. Denn das Huhn senkte den Kopf und riss der Krabbe ein Bein aus. Pick, pick, pick. So ging es immer fort, bis die Krabbe keine Beine mehr hatte und keine Scheren. Die hatte das Huhn ihm alle abgerissen. Und dann reckte das Huhn seinen Schnabel und pickte die neu entstandenen Löcher im Panzer leer. Und die Krabbe konnte sich nicht mehr wehren, denn sie hatte ja keine Beine und keine Scheren mehr. Also wurde sie bei lebendigem Leibe gefressen. Und so ergeht es uns mit den Blasshäuten. Sie mögen possierlich erscheinen, mit ihrer eigentümlichen Kleidung und ihren noch eigentümlicheren Sprachen und Gebräuchen. Aber lass dich keinen Moment davon einlullen, denn wie das Huhn sind die Blasshäute gerissen und gefährlich. Wenn du sie umarmst, werden sie sich nicht scheuen, dir erst die Arme auszureißen und dann die Beine und dann nehmen sie deinen Kopf. Das vergiss nie und sei immer wachsam und lass sie nie merken, dass sie größer sind als du. Zeige immer Stärke, denn nur das respektieren sie und sei immer auf der Hut, dass sie dich nicht übervorteilen. Doch habe auch keine Furcht vor ihnen, denn wie das Huhn sind sie nützliche Verbündete und besitzen viele gute Eigenschaften. Du darfst nur keine dumme Krabbe sein. Erzählung einer Großmutter der Miniwatu für ihren Enkel. Eine sehr schöne Weisheit, ja, kann man so sagen. Ja, richtig, also das freut mich. Ja, ich war gerade auch ein bisschen am Strand und da habe ich schon in die Krabbe versetzt gefühlt und dann natürlich diese Erzählung, die dann so rüber transportiert wird für diese Geschichte, was ja bei diesen indigenen Völkern ja sowas genau ausmacht, solche Geschichten, ne? Wo dann auch aus dem Erlebten Lebensweisheiten gezogen werden für das eigene, was dann eben passiert, ne? Und die Blasshäute, die dann so mit dem Huhn verglichen werden, es ist einfach wunderbar. Es freut mich sehr, dass ich auch mal die Möglichkeit hatte, Märchen zu schreiben oder märchenartige Sachen. Ich liebe es, Märchen zu lesen, habe ich immer schon, auch Märchen aus aller Welt, also nicht nur Grimms Märchen, sondern russische Märchen oder eben auch tatsächlich afrikanische Märchen. Also wenn ich ein Märchenbuch in die Finger kriege, das ich noch nicht kenne, werde ich es mit höchster Wahrscheinlichkeit lesen. Und insofern
schreibe ich ganz gerne auch für Aventurien immer mal Geschichten in einem Märchenstil. Ich habe das inzwischen auch bei Die schwarze Katze fast immer irgendwie eine märchenartige Erzählung drin. Also das ist zum Beispiel der Hund vom Orkendorf oder auch andere Sachen, also die dann in den Regionaltexten bei Die schwarze Katze dann auch teilweise vorkommen. Und hier war das eben, konnte ich mich da in der Hinsicht auch mal richtig austoben beim Dschungelbrevier. Bietet sich auch sehr, sehr, sehr stark an und ich finde, es hört sich einfach toll an. Es ist, also man kann genauso die Geschichte oder auch genauso die NPCs, wenn man jetzt in den Dschungeln spielen möchte, schon für einen kleinen Aufhänger nehmen, wo ich direkt eine spannende Geschichte oder ein Abenteuer habe, je nachdem, welche Charaktere da jetzt gerade spielen wollen, ob man jetzt eben Charaktere aus den Dschungeln spielt oder eben fremde Charaktere, die in den Dschungel kommen und die dann entsprechend natürlich auch direkt empfangen werden können, aufgrund dieser Geschichte, sage ich mal, die vielleicht zum Beispiel im Dorf rumgeht. Also mir fallen da gleich 100 Dinge an, die wo man einen kleinen Plot draus machen könnte. So erhoffe ich mir das. Von meiner Seite verstehe ich die Breviere auch immer als ein Angebot an die Community, zu sagen, da ziehe ich mir was raus oder eben auch nicht. Ne? Es ist eben sozusagen, so sind sie auch gedacht, dass sie kein Zwang sind. Man muss sie ja nicht zwingend gelesen haben, um jetzt mit der Regionalspielhilfe spielen zu können. Aber es ist natürlich unterstützend. Und man hat, das haben wir ja, glaube ich, vorhin auch schon angedeutet, diese Unterstützung hat sich ein bisschen intensiviert, wenn man mal von den frühen Brevieren ausgeht, die eigentlich meistens eine Handlung hatte, die nur entfernt mit der Handlung der Regionalspielhilfe wirklich was zu tun hatte, hat sich das gerade ab den dampfenden Dschungeln eigentlich rumgedreht, weil hier praktisch so ein bisschen die Vorgeschichte des Abenteuers erzählt wird. Die muss man nicht zwingend kennen, wenn man das Abenteuer spielt, aber wenn man sozusagen die volle Experience haben will, dann kann man hier rausfinden in dem Brevier, was sozusagen zur Ausgangssituation für das Abenteuer geführt hat und könnte da sozusagen, wenn man möchte, vielleicht noch ein bisschen das Ganze weiter ausgestalten, weil die Figuren dann hier im Brevier eben auch schon so dargestellt werden. Und auch kam dann immer mehr der Gedanke auf, beispielsweise auch NPCs der Region, die in der Regionalspielhilfe eine Rolle spielen, im Brevier zum Beispiel einen Hintergrund zu verpassen. Das haben wir dann auch bei der Sonnenküste so gemacht, dass dann einer der Charaktere, einer der NSCs, hier wird seine Vorgeschichte ein Stück weit erzählt im Sonnenküstenbrevier. Das ist auch wieder etwas, natürlich steht das auch alles in den Spieler- und Spielleiterinformationen in der RSA. Aber wenn man es ausführlich haben möchte, dann lohnt sich der Blick ins Brevier. Ja, ich denke, man merkt auf jeden Fall auch die Entwicklung über die Jahre hinweg. Ne? Breviere gibt es ja jetzt auch schon seit Beginn von DSA 5 mehr oder weniger. Pro Jahr gibt es 1 bis 2 Breviere, die rauskommen und man merkt das wirklich vom, ich sag mal, allerersten beziehungsweise dem eigentlich zweiten, was dein allererstes Brevier dann war, bis hin zum aktuellsten dann mit dem Wüstenreich beziehungsweise dann sicherlich auch mit der Winterwacht. Ist da auch ein sehr, sehr großer Entwicklungsschritt tatsächlich zu merken. Von eigenständigen Reiseberichten, die komplett unabhängig zu all dem noch gelesen werden können, die eher so die Region tatsächlich nochmal mit umreißen und fast sehr, sehr viele Orte, die innerhalb einer Regionalspielhilfe irgendwie eine Relevanz haben, dann tatsächlich nochmal mit anspielen. Bis hin zu wirklich jetzt eben auch mit dem dampfenden Dschungel, der Sonnenküste, dem Wüstenreich, eben Bände, die sehr stark dann auch mit dem jetzt dann auch neuen Konzept sehr gut konvergieren und dann den eigentlichen Hauptband, dem Fluffband, nochmal sehr unterstützend unter die Arme greifen, bin ich der Meinung. Und das ist auf jeden Fall ein Prinzip, worüber ich sehr, sehr froh bin auch am Ende des Tages. Denn das, was ich mir immer gedacht hätte, ist, naja, wenn Ulysses jetzt noch 30 andere Regionalspielhilfen rausbringt und es wirklich hoffentlich so sein sollte, dass trotzdem immer ein Heldenbrevier kommt, wird das vielleicht nicht auf die Dauer etwas eintönig. Aber ich habe das Gefühl, auch gerade was du uns jetzt alles so erzählt hast, Carolina, bis jetzt, dass das überhaupt nie zur Debatte steht. Also auch die Entwicklungen sind ja durchaus jetzt positiv wieder auch nach oben in die Zukunft zu sehen. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial auch besteht, was eigentlich inhaltlich alles in solchen Heldenbrevieren noch gemacht werden kann. Es bedarf also noch einige Reisen. Was mir auch noch einfällt und was vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass ich immer versuche abzuwechseln. Ich habe irgendwann angefangen, mir praktisch für jedes Brevier ein bisschen ein eigenes Genre auszusuchen, zu überlegen. Beispielsweise bei der
bei der Sonnenküste ist natürlich dieses ganze auch Mantel- und Degenflair so ein Stück weit drin. Also habe ich mich immer ein bisschen gefragt, wie würde Dumas es schreiben? Ja. Das merkt man dem Band auch ein Stück weit an. Und das ist so weit, dass sozusagen da kann ich jetzt muss ich kurz den Ausflug zu DSK machen, dass der Philipp zu mir sagte für das letzte Brevier von DSK, mach eine Agentenstory. Ich will eine Agentenstory. Dann habe ich eine Agentenstory geschrieben. Auch so ein bisschen im Stile der alten Agentenromane. Und oder eben auch einmal habe ich so ein bisschen bei dem Brevier hier zu Fasar, zum Fasarband von Die Schwarze Katze, habe ich so ein bisschen Film Noir gemacht. Und das ist natürlich nicht bei jeder Region absolut so perfekt, dass man so ein bisschen klischeehaftes Genre nehmen kann. Aber eben bei Gott war es klar, beim Gott war es klar so ein bisschen Piratenfeeling. Aber da haben wir natürlich auch Skjalskaland drin, das ist ja dann wieder gar nicht so piratentypisch, deswegen ist es kein Piraten. Roman war da, kam dann zum Beispiel auch ein berühmter NSC vor, Schwarzaxt, und an dem habe ich immer sehr viel Spaß, wenn ich also den schreiben kann, den fand ich großartig, als ich damals auch das Abenteuer, wo er vorkommt, gespielt habe und habe dann die Möglichkeit genutzt, ihn im Brevier also nochmal reinzubringen und sozusagen auch nochmal mit ihm zu arbeiten. Und da sieht man aber auch eben die Entwicklung mit den NSCs. Mhm. Ich fand zum Beispiel die Verzahnung oder ich fand es mega richtig gut, wie diese Verknüpfung zwischen Abenteuer, dem Regionalmetaplot, vor allem, weil ich den sehr, sehr auffällig finde. Und der ist einfach toll auch in der Entwicklung, weil hier etwas wirklich Gutes geschaffen wurde, nämlich Wüstenreich. Weil, also in der Wüstenregionalspielhilfe, wir haben auch schon mal einen Podcast dazu gemacht und wir haben ja auch letztens, jetzt die letzte Folge, über Talusien gesprochen, was eigentlich schon fast eine eigene Region im Wüstenreich ist. Aber da ist ja diese regionale Metaplot-Entwicklung ja sehr, sehr stark, finde ich. Und sehr auffällig und auch sehr positiv und dadurch ist die Region auch spielbar und auch für Frauen spielbar geworden, etc. Und das Heldenbrevier des Wüstenreich ist da so ein Ankerpunkt zwischen dem Abenteuer der Entwicklung und das greift alles irgendwie in einem auf und die Hintergründe, die man da erfährt und liest, die finde ich mega spannend. Magst du vielleicht auch mal was vom Wüstenreich erzählen? Na, aber gerne doch. Tatsächlich, ja, Wüstenreich hatte ja auch, also diese Ersa hatte ja auch den Anspruch, genau eben das Thema Frauen spielbarer zu machen oder es auch einfach attraktiver zu machen, da einen weiblichen Charakter zu spielen in der Region, was ja auch zumindest im Internet die Meinungen durchaus polarisiert hat, auch im Vorfeld. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so eine schlechten Kritiken teilweise gekriegt für ein Brevier, bevor ich es überhaupt geschrieben hatte. Also da kam nur der Klappentext raus und dann hieß es schon, das kann nicht funktionieren. Und ich dachte so, Leute, es ist mir egal, wenn ich Prinzessin Lea und John Wick in die Wüste stecken will, dann mache ich das. Aber ja, tatsächlich, natürlich ist die John Wick-Anspielung da deutlich, aber die hat auch gerade Spaß gemacht und für so einen Hauch von Humor eben teilweise bei dem doch recht ernsten Thema gesorgt. Und insofern hat es auch Spaß gemacht. Auch Jisterech, der da ja vorkommt, war eine sehr spannende Figur für mich. Sozusagen auch dieses, auch hier hat das mich sehr gereizt, zwei völlig unterschiedliche Protagonisten zu haben, die sich eigentlich komplett wesensfremd sind und sie dennoch durch den Plot sozusagen miteinander zu verknüpfen, sodass es einen Grund gibt, warum sie miteinander herumreisen und gemeinsam Dinge erleben und wie sie aber auch, wie gesagt, völlig unterschiedliche Perspektiven auf die Welt aufeinander haben und am Ende aber vielleicht eben doch den anderen anders sehen und anders einschätzen. Durch die gemeinsame Reise und die überstandenen Gefahren, als es am Anfang der Fall war. Also das ist auch eins der Breviere mit der stärksten Charakterentwicklung der Protagonisten. Das normalerweise muss man sagen, dadurch, dass die Breviere natürlich in ihrem handlichen Format auch natürlich nur eine begrenzte Menge an Platz haben, ist Charakterentwicklung, kann man nicht in der gleichen Tiefe betreiben, wie man das bei einem dicken Roman machen könnte. Aber gerade im Wüstenbrevier war das ein ganz wichtiges Thema, gerade die Protagonistin, wie sie sich entwickelt.
wie ihre, man merkt es auch ihrem Schreibstil, finde ich, an. Also ich habe dann auch versucht, ihren Schreibstil sukzessive ein bisschen zu verändern. Am Anfang spricht sie noch extrem blumig und teilweise etwas gestelzt und später wird es natürlich aufgrund der Lage, in der sie ist und der Erfahrung, die sie macht, etwas knapper. Sie setzt sich auch mit anderen Dingen auseinander und ja, also insofern habe ich dieses Thema, die Entwicklung oder die veränderte Rolle der Frauen im Wüstenreich einfach anhand dieses einen Charakters gezeigt und gar nicht so sehr das große Thema in die Hand genommen, sondern das eher eben praktisch auf diese Figur dann mal beispielhaft gezeigt. Was auch sehr spannend ist, weil es, also im Prinzip ist es ja Jinja, die Kalifentochter, die ja diese magische Ausbildung, aber auch nur heimlich ursprünglich ja anfängt. Und dann kommt ja diese Reise und ja, von Merwit über die Kom, da ist natürlich auch viel Regionales drin. Und dann stellt das ja auch irgendwo am Ende diesen Ist-Zustand des regionalen Metaplots her. Und das ist ja quasi die Vorgeschichte zum Abenteuer der Königin der Tränen, ne? Mhm. Genau. Sozusagen. Also ja, auch hier wieder, man muss es nicht gelesen haben, aber es macht das Ganze, denke ich, schon nochmal dichter und intensiver, wenn man eben auch die Perspektive auf diese Charaktere gesehen hat. Und zumindest hoffe ich, dass es das auf diese Weise eben auch bereichert. Ja, also es war übrigens auch interessant, ich hatte eben das Konzept abgeliefert und dann kam als von der Redaktion noch die Rückmeldung, da ist zu wenig Talusien. Wir wollen also ein Stück weit wenigstens, dass das, was in Talusien passiert, auch im Brevier echot. Und deswegen kommen dann an tatsächlich einer Stelle auch nochmal Talusia dann vor. Die Protagonisten kommen zwar nicht nach Talusien, das wäre einfach, wie gesagt, da sind wir wieder bei einem gewissen Platzproblem. Ich habe mich in diesem Band halt auch für stark Charakterentwicklung entschieden und in dem Fall weniger für jetzt eine exzessive Reisebericht. Und dadurch musste ich mich natürlich lokal ein bisschen reduzieren, was die Strecke betrifft, die sie zurücklegen. Und ja, aber da kommen eben Talusia vor, wo dann auch das Thema dessen, was in der Ersam Talusien sich abspielt, wo das auch zumindest angeschnitten wird, sodass man auch im Brevier da vielleicht mal noch ein Echo dessen sieht, auch wenn das nicht im Fokus des Breviers stand. Also nach der letzten Podcast-Folge, Folge 30, falls ihr sie nicht gehört habt, holt sie nach, da haben wir auch zwei besondere Gäste. Also wenn es nach mir ginge, gäbe es zu Talusien ein eigenes Heldenbrevier. Weil da ist. Ja, also, ne? Also vielleicht noch irgendwann mal ein eigenes Heldenbrevier zu Talusien. Also man kann da ja so viel rausziehen, dass da ein ganzes Heldenbrevier mit einer eigenen Abenteuerstory und Protagonisten auf jeden Fall vielleicht nicht den Metaplot von Wüstenreich jetzt unbedingt aufgreift, aber auf jeden Fall einiges hergeben würde, glaube ich. Ich glaube auch, dass es sehr gut zeigt tatsächlich, was ich vorhin meinte mit, dass es nicht so eintönig wird. In den anderen Bänden davor, beispielsweise auch im, wie gesagt, mein Lieblingsband mit den Flusslanden, da passiert auch nicht so unglaublich viel Neues. Ja? Also jetzt nicht erwarten, dass da irgendwelche großen Städte in die Luft fliegen oder was auch immer. Nein, aber es legt mit dem Wüstenreichband einen anderen Schwerpunkt, der, wie Carolina schon gesagt hat, eindeutig auf der Weiterentwicklung liegt, sowohl des ganzen Landes, der ganzen Region, die beschrieben wird, als auch mehr oder weniger der Rolle der Frau, die in diesem Heldenbrevet explizit an einer Rolle einer Frau verdeutlicht wird. Und dadurch hat man sehr, sehr große Möglichkeiten, bin ich der Meinung, die man beispielsweise auch an anderen Regionen, die immer ein Schwerpunktthema haben, was sich gegebenenfalls nur klein ändert, bis hin zu sehr, sehr großen Änderungen, über alle Breviere, die noch kommen, dann auch sehr gut verteilen lässt. Aber auch gerade also diese Entwicklung der Frau in dieser Wüsten, Regionalspielhilfe, aber auch in dem Abenteuer Königin der Tränen und im Heldenbrevier. Ich finde es ganz stark auch sehr viel, was man spielen kann. Also eine kleine Anekdote von uns. Wir haben das Abenteuer Königin der Tränen in ganzen 4 Stunden durchgespielt. Ohne DSA-System, also ganz kurz an der Stelle, hallo Marot von rollenhörspiel.de. Er hat das Ganze geleitet in einem eigenen Zielsystem und der
der Schwerpunkt lag eigentlich auf dem Erzählerischen der Charaktere darin. So. Und da spielt auch jemand mit, wo auch eine ganz starke Entwicklung von der Frau, die eigentlich gar nicht als Frau auftritt, sondern Kriegerin ist, bis hin am Ende, die dann ihre Haare aufmacht und als Kriegerin aber zu sich als Frau ja dazu steht. Ne? Also auch das hat natürlich die Regionalspielhilfe so gerne mit sich. Und ich sag mal, mit dem Heldenbrevier, mit der Story dahinter, mit dem Abenteuer und daraus ist dann ein ganz eigenes Projekt entstanden, Kabira, wo dann eben ja ein ganzes Dorf aufgebaut wird und dann so ein bisschen Rollenhörspiel mäßig bespielt wird. Falls ihr das nicht kennt, ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung bzw. Werbung für rollenhörspiel.de, schaut da auch einfach mal rein. Kabira und Königin der Tränen gibt es bereits schon als Hörspiel. Da könnt ihr mal reinschauen, falls euch Wüstenreich interessiert. Ansonsten, wenn ihr von der Entwicklung natürlich so ein bisschen von der Geschichte und sowas lesen wollt, dann ich sag mal, wenn man ein Abenteuer spielen will, liest man wahrscheinlich eher ungern das Abenteuer, wenn man jetzt nicht gerade die Spielleitung ist. Aber es bietet sich dann an, das Heldenbrevier zu lesen, weil man natürlich das Abenteuer nicht verraten bekommt, aber vielleicht gewisse Hintergründe, um ja auch ein bisschen anders selber spielen zu können oder ein ganz anderes Erlebnis im Spiel zu haben, finde ich, wenn man sowas gelesen hat. Nur ja, zu, Leute, nur zu. Ne? Intensiver. Also ich finde, es ist intensiver, wenn ich als Spieler mich nicht nur berieseln lasse, sondern auch eigenen Hintergrund und auch eigene Sachen, die ich von außen habe, mit reinbringen kann. Und ich finde, da geben halt die Heldenbreviere in ihrer eigenen Region sehr spezifisch so sehr viel Substanz für Charaktere oder für auch eigenes Charakterspiel. Also es ist ja jetzt nicht nur aus Spielleitersicht eben so zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin häufiger, wie gesagt, eigentlich als Spielleiter unterwegs, aber trotzdem, wenn ich mich in einer Region befinde, die es bereits für DSA 5 gibt, dann lese ich mir grundsätzlich immer den Fluff-Teil des Hauptbandes vollständig durch, sodass ich mich voll und ganz in diese Region auch reinversetzen kann und nehme mir dann aber zeitgleich auch das Heldenbrevier zur Hand. Denn es finden sich natürlich unglaublich viele Parallelen einfach, das ist ja ganz logisch, weil die Bände so auch miteinander abgestimmt sind. Andererseits vermittelt es für mich auch einfach eine Position, die ich meinen Spielenden am Tisch einfach viel, viel intensiver vermitteln kann. Dadurch, dass ich eben mal solche Geschichten gehört habe, wie Charaktere innerhalb der Welt von DSA das Ganze dann tatsächlich auch selbst am eigenen Körper miterlebt haben. Und deshalb sage ich das auch immer wieder, der Band ist wie gesagt komplett ohne Regeln lesbar und auch ohne jegliche Vorkenntnis nutzbar. Wenn ihr da draußen gerade dabei seid, eine Regionalspielhilfe zu lesen und jetzt frisch mit eurer Gruppe oder mit ganz, ganz neuen Leuten eine Gruppe aufzubauen oder in diese Region zu gehen, holt euch diese Heldenbreviere und empfehlt sie all euren Spielenden, denn das Buch ist einfach super, beziehungsweise die Reihe, um auch diesen Regionalflair wirklich 100% mitzubekommen. Genau, und warum wir so viel Werbung machen, liegt vielleicht auch einfach in der Sache. Zum einen sind wir natürlich absolute Fans von diesen Werken und zum anderen drohte die Reihe dieses Jahr eben eingestellt zu werden. Und das wollen wir natürlich verhindern und das lässt sich tatsächlich nur mit mehr gekauften Heldenbrevieren erreichen. Und das wollen wir. Und Platzproblem ist auch kein Hindernis, denn, wie wir schon sagten, kleines A6-Format lässt sich wunderbar bis in die Höhe stapeln. Ja, auf jeden Fall. Davon passen einige ins Regal. Wo wir aber bei lebendig und Anekdoten sind, gibt es denn auch eine Anekdote, die du aus deinem eigenen Erfahrung oder aus dem realen Leben ins Wüstenreich mit reingebracht hast? Da muss ich jetzt überlegen. Bestimmt. Aber keine prägnanten Geschichten wie jetzt bei den Dschungeln oder vielleicht jetzt auch so, sage ich mal, heftigere Sachen wie beim Mythosbrevier. Ja. Weil das sollte ich gleich erklären, weil dann denken, was hat die beim Mythosbrevier jetzt real erlebt? Aber tatsächlich Wüstenreich,
Nee, ich befürchte, diese Handlung ist doch von meinem realen Erleben doch noch ein Stück weit entfernt. Gut, ist ja auch keine Region, sage ich mal, irdischer Variante, wo man jetzt sehr viel draus ziehen könnte. Aber was mir noch einfällt, wartet, mir fällt eine Sache noch ein. Tatsächlich. Ja. Und da habe ich recherchiert und habe auch jemand gefragt, der in Katar lebt. Und zwar ging es da um die Architektur von wüstenangepassten traditionellen Häusern. Und da habe ich sozusagen dann eine sehr gute Freundin gefragt und dann habe ich bei der praktisch eine Tür aufgestoßen und eigentlich wollte sie an dem Tag arbeiten und dann saßen wir nachher anderthalb Stunden da und sie hat mit Google und hier und übrigens das und da und dann habe ich auch bestimmte Dinge verstanden oder sie hat mir dann zum Beispiel erklärt, dass man in manchen Regionen, dass die Leute auf den Dächern schlafen sozusagen anstatt drinnen oder so, weil es dann kühler ist und, oder eben auch generell wie in den traditionellen Bauten Kühlung funktioniert und diese Sachen habe ich ohne jetzt eine Abhandlung über Architektur schreiben zu wollen, habe ich versucht, das da auch ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ah, ja, das sind die Recherchen dann, die man sozusagen als Autor wahrscheinlich anstellt und dann in den Büchern dann mit eben unterbringt. Genau. Ne? Ja. Erfahrung, da hätten wir ja auch das Stichwort. Wir kommen dann eigentlich zu einem Heldenbrevier, das für mich gar nicht so präsent war, bis ich dann tatsächlich da mal reingeschaut habe und es ist der Wahnsinn, wie man, Wahnsinn ist wahrscheinlich das richtige Stichwort, wie man da anfängt zu lesen und es ist schon ein bisschen anders, weil es ja keine Region beschreibt. Und Mythos ist vielleicht auch nicht unbedingt etwas, was man unbedingt sofort direkt in DSA reinbringt. Aber es heißt das Heldenbrevier der Neuniten. Warum ist es übrigens das Heldenbrevier der Neuniten? Also ich meine, es ist ja so ein bisschen Cthulhu, es ist Mythos, es ist in Aventurien DSA, also es ist mit keiner Region verknüpft. Aber was hat das mit Neuniten zu tun? Das liegt einfach daran, dass einer von den beiden erzählenden Protagonisten ein Neunit ist und dass gerade er derjenige ist, der einer Serie von unheimlichen Todesfällen auf die Spur kommt und dann eben auch immer wieder im Umfeld des Ordens von Noyona recherchiert. Daher hat sich das dann angeboten, dass das Brevier der Neuniten zu nennen, obwohl es da tatsächlich nicht bitte nicht verwechseln mit einem Vademecum oder Ähnlichem. Die Breviere werden aufgrund des ähnlichen Formats hin und wieder mal mit den Vademeci auch verwechselt, ein bisschen von Leuten, die nicht wissen, was das genau ist. Aber nein, auch hier ist es wieder eine Narrative, eine Lovecraftische Geschichte sozusagen, die natürlich in diesem Stil auch von Lovecraft, der klingt da durch. Ich habe das natürlich mich da auch an seiner Schreibe orientiert. Kommt auch daher, dass ich natürlich lange Jahre Cthulhu gespielleitet habe. Mhm. Und insofern, als man mich fragte, so, traust du dir das zu? Ich, natürlich traue ich mir das. Das mache ich. Und da konnte ich auch nochmal wieder meine unheimliche Seite sozusagen ausleben. Und es war spannend, weil es mal über den aventurischen Rahmen ein Stück hinausging. Gleichzeitig mein Anspruch war, dass trotzdem ein Aventurien-Feeling da bleibt. Also es sollte ein Lovecraft und ein Aventurien-Feeling haben. Und beides sollte glaubwürdig sein. Und dafür war natürlich dann eben eine klassische Lovecraft-Figur. Also bei Lovecraft sind es ja oft, sag ich mal, eher gelehrte Charaktere, die da erzählen. Also habe ich auch hier zwei Gelehrte genommen, nämlich einen Magier und eben einen Geweihten. Und und gleichzeitig war es auch toll, mal über einen Bohrangeweihten schreiben zu können. Und hinzu kam noch, dass ich auch mal zeigen wollte, wie man das Talent Seelenheilkunde praktisch, wie man das in-game darstellen kann. Und der Geweihte sozusagen, der arbeitet nicht nur mit Wundern und Mirakeln, sondern der versucht auch tatsächlich einfach über den Skill Seelenheilkunde seinen Patienten zu helfen. Persönlich wurde das dadurch, dass 3 Wochen bevor ich anfing mit dem Schreiben, mein Großvater verstorben war und ich ihn natürlich in der Zeit auch dann im Krankenhaus besucht habe und auch letzten Endes damit konfrontiert wurde, wie das ist, wenn jemand erkrankt und dann stirbt. Und das war dann
irgendwie schräg, weil gerade der Anfang, auch wo dann beschrieben wird, wie diese Patientin stirbt, die der Bohrengeweihte hat, das war also sich ein bisschen aus dieser Erfahrung gespeist. Und tatsächlich hat mir das auf eine gewisse Art geholfen. Ich war damals auch ganz froh, mich mit etwas anderem befassen zu können. Natürlich könnte man dann meinen, dann ist natürlich gerade Lovecraft jetzt bei, wenn man eigentlich gerade trauert, vielleicht nicht unbedingt das Ding. Aber auf eine paradoxe Art und Weise war das für meine Trauerarbeit gar nicht schlecht. Also das war, das ist ein schwer zu beschreibender Prozess jetzt, den ich auch, weiß ich nicht, der findet sehr innerlich statt. Also es ist eine sehr persönliche Sache, deswegen ist es nicht leicht zu sagen, aber das wird immer in gewissem Maße emotional damit ein Stück weit verbunden sein, ja. Also ich kann es insofern ein Stück nachvollziehen. Ich bin zwar nicht in eine kreative Phase also gewesen oder geschweige denn, also ich habe damals auch von einer nahestehenden Person mir, die gestorben ist, habe ich tatsächlich, hat es mir sehr stark geholfen in der Zeit, das Bohrenvademekum zu lesen. Und ja, es war tatsächlich so mein Ankerpunkt in dem Moment. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass wenn man dann gerade sich eben in dieses Heldenbrevier und dann irgendwie eben den Tod und das so ein bisschen mit verarbeitet, ein bisschen rausschreibt, dass man das eben nicht in sich einschließt, sondern rauslässt. Aber ja, also die ganze Geschichte ist natürlich sehr, sehr spannend und entwickelt sich, glaube ich, auch ein bisschen anders, als man sich das zu Anfang eines Heldenbreviers vorstellt. Das hier ist noch nie spoilerfreie Zone gewesen, von daher reden wir da jetzt auch ganz unverblümt drüber. Unsere Zuhörer kennen das schon, wir spoilern hier immer eine Menge, wobei wir auch mal ganz gerne dann erwähnen, dass jetzt natürlich entsprechende Spoiler kommen, aber ja, aus der Sicht, aus der es natürlich dann jetzt entstanden ist, den Hintergrund zu wissen, ist dann ja auch ein bisschen anders zu lesen, gerade weil ja dieses Buch mit eben diesen mysteriösen Todesfällen ja sozusagen anfängt und die ja untersucht werden, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es geht auch nicht so ganz so gut aus, ne? Ja, es ist halt eine Lovecraftisch inspirierte Geschichte. Wenn die ein Happy Ending hätte, wäre das auch seltsam. Also, richtig, dann hätten wir den Mythos nicht, ne? Ja. Es ist in gewissem Maße auch ein offenes Ende. Also man kann an der Stelle die Geschichte beenden oder man kann sich was vorstellen, sozusagen könnte daraus ein Abenteuer machen. Wenn man das möchte, ein Abenteueraufhänger sozusagen. Man könnte beispielsweise den Magier, wenn man das toll fände und mit diesem Crossover was machen will, könnte man den beispielsweise als Auftraggeber nehmen, der dann praktisch ja, versucht, das zu richten, was am Ende des Breviers im Argen liegt. Wir verraten also nicht zu viel. Das heißt, wenn ihr dann doch ein bisschen, also wenn euch Mythos des Ganzen vielleicht zu viel ist, was ja auch so ein bisschen in diesen Träumen in DSA findet. Also ich persönlich habe mich noch nicht so viel mit Mythos in DSA auseinandergesetzt. Denn Aventurien an sich bietet ja schon sehr viel Mythisches. Aber ich glaube, mit dem Heldenbrevier kann man ganz gut kleinen, seichten Einstieg finden und muss nicht in komplettes DSA Cthulhu reinsteigen, denke ich mal. Ne? Also ich glaube, da kann man ganz gut so ein aus dieser Geschichte was Inneraventurisches machen, ohne in den Mythos komplett einsteigen zu müssen. Also auch ein etwas anderes Brevier, aber für mich definitiv jetzt eins, was sich mit in die Reihe der Aventurienhelden-Breviere einreihen wird. Nebenher hast du mich auch noch ein bisschen neugierig auf die Katzenhelden-Breviere gemacht, gerade mit dem Märchen. Also ich habe DSK bis jetzt so ein bisschen bei mir außen vorgelassen. Man kann sie sich alle wünschen, man kann sie aber nicht alle haben. Also Pen-Paper-Spiele, ne? Also Hexen, also wenn ich da jetzt so in meinen Bücherschrank gucke, dann wächst das langsam zu einer Bibliothek, aber die DSK-Sachen bleiben auch weiterhin außen vor, aber ich glaube, die Heldenbreviere werden sich da wahrscheinlich auf jeden Fall zum Lesen mit einreihen. Also das gibt dir auf jeden Fall einen Eindruck, wie DSK so funktioniert, würde ich behaupten. Ja, wunderbar. Und ich habe ja auch noch eine Tochter, mit der ich das bestimmt auch verarbeiten und nutzen kann. Die sind auch
also da kann ich auch, sage ich mal, die humorige Seite noch durchaus stark ausleben, weil sich DSK ja insgesamt nicht ganz so ernst nimmt. Und witzig auch, dass tatsächlich, ja, du magst ja das Havena-Brevier. Mhm. Havena ist ja die Stadt der Heldenbreviere, weil es gibt 3 Heldenbreviere, die in Havena spielen. Also das Havena-Brevier, das DSK-Havena-Brevier und das ist Katzenspuren, das war das erste. Das spielt nämlich auch in Havena und tatsächlich bei Siebenwindküste ist ja auch ein Teil, da kommen sie ja auch einmal nach Havena. Richtig, also Havena war auch total lustig, weil ich eben, als ich das DSK-Brevier geschrieben habe, das erste, habe ich Havena nochmal aus einer ganz anderen Perspektive nach nochmal sozusagen recherchiert als für das erste Brevier und es ist sehr, sehr lustig, weil das eben in den gleichen Gassen stattfindet und ja, steht auch Havena, das kenne ich jetzt von allen Ecken. Die Expertin für Havena also. Also das Heldenbrevier Havena, wie gesagt, es war das erste, was ich gelesen hatte und ich fand es so mega spannend, denn wir haben hier ja 3 Protagonisten, die aufeinandertreffen und vor allem aber so aus unterschiedlichen Schichten von Havena ja stammen und aufeinandertreffen und gemeinsam dann etwas erleben, aber aus ihren Sichtweisen es sich so unterschiedlich liest. Und ich finde es unheimlich spannend, aber gleichzeitig gibt es so viel von Havena her, obwohl das jetzt keine große Region ist, die man jetzt bereisen könnte, aber allein so der Wechsel von Havena dann in die Unterstadt und ja, es ist eine mega tolle Story, finde ich, an sich. Eine sehr, sehr, sehr spannende Story, die in diesem kleinen Büchlein und obwohl es nur Berichte ist, sehr viel Spannung aufbaut. Also als ich es angefangen habe, ich habe es, muss ich sagen, tatsächlich das erste Mal gehört, weil es gibt auch ein paar Heldenbreviere für die überhaupt sagen, also mit Buchstaben auf Seiten kann ich überhaupt nichts anfangen. Es gibt sie auch als Hörbücher. Nicht alle, aber einige gibt es. Also auch von der Seite kann man gucken. Ich glaube, Havena gibt es als Helden, als Hörbuch. Siebenwindküste gibt es als Hörbuch. Mythos. Also hier das Neoniden gibt es genau. Auch. Genau, Neoniden gibt es als Hörbuch und Dornenreich gibt es noch als Hörbuch, glaube ich. Ich glaube, das sind sie alle. Aber müsst ihr mal selber, also habe ich jetzt nicht, glaube ich, alle im Kopf. Aber jedenfalls, ich habe es gehört und dann habe ich es auf jeden Fall nochmal gelesen. Und fand die Sichtweise vor allem der unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Schichten Havenas ja sehr spannend, wie sie sich verhalten, aber auch wie sie sich gegenüber verhalten. Also sie treffen ja aufeinander in dieser Geschichte und das ist schon sehr spannend, wie sie dann miteinander umgehen und aus deren Sichtweise diese Berichte zu sehen. Und wir hatten ja im Vorfeld ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Hast du es denn gerade so dann bei dir, diesen Bericht, also von der Protagonistin, die sich versucht, rechtlich abzusichern in dem, was sie erlebt hat? Ja, zufällig habe ich noch mal was vorbereitet. Wie schön, dass das Lesebändchen genau an dieser Stelle hätte es geahnt. Nein, tatsächlich kann ich dir auch noch dazu was sagen. Es ist lustig, es ist nämlich auch von einer Fernsehserie inspiriert, die ich ganz großartig fand. Mhm. Und zwar, weiß ich nicht, ob du jemals White Collar geguckt hast. Sagt mir das tatsächlich nichts. Ist eine Geschichte über einen FBI-Agenten und einen Trickbetrüger, die als Buddy-Duo auch funktionieren. Und ich habe sehr viel übrig für diesen ungleiches Duo-Trope. Und das war dann cool, weil das so ein bisschen auch in Richtung The Hustle geht. Ich mag solche Filme und auch Serien, wo Leute halt so ein bisschen wie mit magischen Tricks arbeiten und dann halt praktisch so ein bisschen victimless crime machen, also eben. Und in dieser Serie ist es eben so, dass der Trickbetrüger dem FBI-Agenten hilft, bestimmte Fälle aufzuklären, weil er natürlich eine komplett andere Perspektive darauf hat als dieser hyperkorrekte Polizist. Und jetzt ist natürlich der Koran kein Polizist, aber von der Dynamik ist es ein bisschen ähnlich, weil Meredith ist ja auch so ein Schlitzohr. Und Koran eher so ein Korrekter. Und dadurch gibt es da natürlich Reibungspunkte. Und das fand ich halt sehr schön, dass ich
das also als Inspiration dann genommen habe. Natürlich sind die Charaktere nicht jetzt irgendwie blaupausenmäßig abgekupfert. Das wäre ja auch ein bisschen sehr lahm. Aber es ist eben einfach so ein bisschen die Dynamik. Und da gibt es dann eben auch einen Hehler in der Serie, der immer mal hilft. Und das ist dann im Brevier praktisch die Lynn. Ja. Und die ist auch so ein Schlitzohr, nicht ganz so charismatisch und gewieft wie Meridin, aber eben praktisch schon auch so semi-legal immer unterwegs. Und so auch ein bisschen straßenschlau. Und das habe ich dann versucht auszudrücken in ihrem Bericht. Und das ist auch so ein Beispiel, deswegen lese ich es auch gerne mal vor, wie ich versuche eben nicht immer nur Briefe und Tagebücher zu machen, sondern das dann auch mal aufzulockern, diese Form, indem ich dann auch mal was Ungewöhnliches mache, was Unerwartetes. Und dann eben zum Beispiel mal ein Bericht bei Gericht oder ein Schreiben an den eigenen Anwalt, so, oder eine Zeugenaussage. Wenn ihr wollt, lese ich sie einfach mal vor. Das war die Stelle, die mir beim Schreiben am meisten Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. In diesem ganzen Buch. Zeugenaussage der Lynn Seehoff, gegeben am 8. Pereine, Nalleshofwache. Ich möchte anmerken, dass die häufigen Besuche zwielichtiger Tavernen und Bordelle, die negativ auf meinen Leumund zurückfallen könnten, meinem Auftraggeber zuzurechnen sind, der mich als private Ermittlerin für die Suche nach einer Person engagiert hat. Details zum Auftrag kann ich euch leider nicht nennen, da sie für die Aussage nicht relevant sind und die Angelegenheit meines Auftraggebers allein seine Sachen sind. Außerdem bin ich vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Laut meinem Auftraggeber hat sich der Gesuchte in den Tagen und Wochen zuvor häufig in der Taverne zum wütenden Walfisch im Nalleshof aufgehalten. Daher suchten mein Begleiter und ich das Gasthaus zwangsläufig auf, um nachzuforschen. Dabei war es unumgänglich, mit dem Wirt einen Goldbrand zu trinken. Alles andere hätte als grobe Unhöflichkeit gegolten. Eine eingehende Befragung von Zeugen ergab, dass der Gesuchte in jener Taverne häufig mit einer Dame gesehen wurde, welche die käufliche Liebe feilbietet. In der Hoffnung, sie könne mehr über den gegenwärtigen Aufenthalt des Gesuchten wissen, zogen wir in den umliegenden Gasthäusern und Bordellen Erkundigungen ein. Unsere Aufenthalte dort dienten also lediglich Ermittlungszwecken. Hin und wieder mussten wir, der Höflichkeit halber, ein Gagelbier und in einem Fall auch einen Feengeist zu uns nehmen. Unsere guten Havener Gastwirte wollen schließlich auch von etwas leben. Da wir jedoch durch Zeugen nur vage Beschreibungen der betreffenden Dame erhielten, gestaltete sich unsere Suche als langwierig. Bis uns schließlich ihr Name genannt wurde. Rodina. Wir konnten sie später in der Schenker Schipperkrug ausfindig machen, wo sie sich allerdings inmitten einer geschäftlichen Transaktion befand. Ihrem Kunden, einem Seemann aus dem Windhag und den drei Matrosen in seiner Begleitung, war durchaus nicht klarzumachen, dass wir Rodina gar nicht abwerben, sondern nur kurz mit der Dame sprechen wollten. Eine höfliche Aufforderung unsererseits nahmen die Herren und Damen Seeleute zum Anlass, ihr Revier mit Fäusten zu verteidigen, wobei hier der Begriff Fäuste in Anbetracht der nachfolgenden Ereignisse auf Krügestühle und in einem speziellen Fall auch auf eine hölzerne mohische Statuette zu erweitern ist. Ich möchte noch einmal ausdrücklich anmerken, dass mein Begleiter und ich für den entstandenen Schaden in den Räumlichkeiten des Gasthauses Schipperkrug mitnichten verantwortlich sind. Zu keinem Zeitpunkt haben wir zu einer Waffe gegriffen. Nicht einmal, als sich die Gruppe Torwaller am Nachbartisch gestört fühlte und zunächst mit Bierkrügen und dann mit dem ganzen Tisch nach uns warf. Im Gegenteil, ich verhinderte persönlich, dass der Kronleuchter die ahnungslose Schankmai traf, indem ich das arme Mädchen zu mir hinter den Tisch der Torwaller zog, der inmitten des Chaos lag wie ein Fels vor der sturmumtosten Küste. Ich weise zudem die Vorwürfe der nostrischen Matrosin entschieden zurück, die behauptet hat, ich hätte mich während der Schlägerei der Taschendieberei schuldig gemacht. Ich habe lediglich überprüfen wollen, ob ihr Kamerad noch am Leben war, nachdem jemand eine Weinkaraffe auf seinem Schädel zertrümmert hatte. Jedwede andere Behauptung ist eine ehrverletzende Frechheit und ich möchte an dieser Stelle zu Protokoll geben, dass ich meinerseits diese Nostrierin der üblen Nachrede wegen bezichtige. Ich möchte ebenfalls darauf hinweisen, dass der allgemeine Schnaps- und Bierpegel der Gäste des Schipperkrugs einer Zwergenhochzeit alle Ehre gemacht hätte. Dass ihr mich hier befragt, hat wohl vor allem damit zu tun, dass ich die einzige Zeugin bin, die noch verständlich artikulieren kann. Denn, wie ich eingangs sagte, habe ich zuvor nicht aus Vergnügen getrunken, sondern aus diplomatischen Gründen und natürlich hat sich mein Konsum starker Getränke in entsprechenden Grenzen gehalten. Wenn ich also eine Fahne haben sollte, wie Korporal Torfstecher behauptet, dann liegt das in der Natur meiner Ermittlungen und hat nichts mit meinen persönlichen Vorlieben zu tun. Das ist im Übrigen alles, was ich dazu aussagen möchte. Ich verlange, dass mein Advokat benachrichtigt wird. Gezeichnet durch Lynn Seehoff. Aussage aufgenommen von Gemeiner Erwin Uy Gwendian.
Also ein perfektes Beispiel, wie man sich wieder mit Redekunst überall rausreden kann und wie der Wache wahrscheinlich ein Ohr abgekaut wurde. Die hätte sie wahrscheinlich so gehen lassen müssen. Also. Das musste mal klargestellt werden. Ich glaube auch, das zeigt tatsächlich sehr, sehr gut, was alles tatsächlich auch sich in so einem Heldenbrevier überliefern lässt tatsächlich. Für mich hat das Heldenbrevier insofern und auch diese Passagen eine sehr besondere Bedeutung gehabt, denn das war das allererste Heldenbrevier, für das ich wirklich eine eigene Odyssee aufgemacht hatte. Schließlich gab es das ja damals im allerersten Crowdfunding bei Ulysses, wozu Harvena halt auserkoren wurde. Und ich habe leider nicht sofort mitgemacht und musste mich dann tatsächlich, ich sag mal, mit den Resten begnügen und immer wieder die Produkte im Prinzip erwerben, die noch zur Verfügung war. Und Ulysses hatte das Heldenbrevier Harvena schon leider lange nicht mehr im Sortiment, sodass ich über diverse kleine Läden tatsächlich gegangen bin, um herauszufinden, ob denn das Heldenbrevier Harvena noch zur Verfügung ist. Und zufälligerweise habe ich dann, glaube ich, ich habe noch nie so weit bei der Google-Suche tatsächlich unten die Reiter durchgeklickt. Ich glaube, auf Seite 3 oder 4 habe ich dann irgendwann mal einen Lieferanten gefunden, der dann tatsächlich noch 5 davon angeblich auf Lager hatte. Und nachdem ich nach 3 Tagen später dann das Heldenbrevier Harvena auch endlich in der Hand halten durfte, habe ich tatsächlich Julie den Hinweis gegeben, dass es da noch eins geben würde. Und sie hat sofort zugeschlagen und sich das andere in dem Fall dann auch noch besorgt. Mhm. Das war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt, ja, wo wir dann tatsächlich häufiger uns dann auch mal ausgeholfen haben, was dann sowas anging. Und auch wo bei wir auch mehr in Kontakt gekommen sind, was DSA angeht. Ne? Ja. Richtig. Also Heldenbreviere verbinden, wie man sieht. Richtig. Ja, also bei mir war es eben so, Harvena hatte ich halt nur als Hörbuch eben gehört und ich wollte es unbedingt lesen, weil ich das dann auch gerne einfach als Buch lese und es war sehr, sehr, sehr schwer dran zu kommen. Das ist unsere Anekdote zum Heldenbrevier Harvena und es wurde aber neu auferlegt. Also ich meine, es ist ganz normal zu bekommen. Also daran sollte es nicht scheitern. Und wenn euch diese kleine Geschichte von Lynn gefallen hat, in der man wirklich, wirklich alles, was man in Harvena, also ich meine, hier kann man ja schon wieder eine ganze Story aufbauen mit dem Klassiker in einer Kneipe, wer sich nicht alles aufhält, aus welchen Gründen, wer nicht wen jetzt gerade schlägt, inklusive des Raja-gefälligen Spiels in Harvena oder in den verschiedensten Kneipen. Also es ist, es übermittelt einem sehr, sehr viele, ich finde auch bildhafte Informationen über Harvena, gleichzeitig mit einer, also ich muss jetzt wirklich sehr, 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 sehr schmunzeln, gerade so mit diesem Charakter gelesen, wie du es vorgelesen hast, dass man hat die Bilder sofort im Kopf, Flair. Oder? Man hat die Bilder sofort im Kopf, oder? Es ist tatsächlich auch noch eine Anekdote, die ich dabei steuern kann, die mir erst im Nachhinein klar wurde. Und zwar sagte irgendwann mal jemand, übrigens danke an dich, dass mein Effertgeweihter jetzt was Gebratenes essen darf. Und ich war so, hä? Und dann, ja, das stand im Brevier. Und dann habe ich halt bis zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gewusst, dass es eigentlich eine Regel gab, die sagt, Effertgeweihte dürfen nur rohe Speisen essen. Und tatsächlich trifft sich Koran mit dem einen hohen Effertgeweihten und hochrangigen Effertgeweihten die essen irgendwie ganz lokullisch. Und ich selber bin auch so ein Foodie. Ich bin auch begeisterte Hobbyköchin und deswegen schreibe ich immer gerne über Essen und versuche auch immer sozusagen so ein bisschen das typische Essen der Region mit reinzubringen und sozusagen mir da immer Gedanken drüber zu machen. Und da haben die eben auch ein wunderschönes maritimes Menü, passend zu Harvena. Und offenbar ist das allen durchgerutscht. Also ich wusste das wirklich einfach nicht. Da sieht man eben wieder doch, du denkst, du kennst DSA, du spielst es schon lange und so weiter, aber ich habe noch nie einen Effertgeweihten gespielt und war deswegen mit diesen Interna der Effertkirche nicht so vertraut und habe sicher auch in dem Fall versäumt, da jetzt noch eine Recherche zu machen. Die Effertkirche steht ja auch nicht im Zentrum, ne, dieser Geschichte, aber jedenfalls habe ich offenbar den Trope eingeführt, dass es auch Effertgeweihte gibt, die was Gekochtes und Gebratenes essen. Ja. Und you're welcome, Aventurien. Aber man kann natürlich jetzt auch argumentieren, der hält sich einfach nicht so ganz krass. Ja, aber ist doch wunderbar. Man hat ein Schlupfloch
ja, wenn man möchte, ja, sagen wir mal, es gibt ganz sicherlich in ganz Aventurien den einen oder anderen, der eben nicht ganz den Regeln folgt oder dann es doch mal ein bisschen abweicht. Und das ist ja das Schöne, was diese Rollenspielwelt ausmacht, dass man dann doch so auch, ja, also Aventurien, das ist ja oftmals der Kritikpunkt, da ist ja so vieles festgeschrieben und man hat überhaupt keinen Spielraum mehr. Man sieht es an dem hellen Brevier doch. Was man nicht weiß, das macht einen nicht heiß. Und das schreibt man halt einfach so. Genau, und zack, es ist da. Also Effertgeweihte können auch Gebratenes essen. Und sie sterben nicht vielleicht davon. Vielleicht ist der Fisch ja auch nicht gebraten, wenn du den in den Teig packst und den Teig frittierst. Stimmt, der Teig ist frittiert, ja. Ansichtssache. Ja, ja, genau. Wer weiß, vielleicht gibt es da jetzt Diskussionen in der Effertkirche intern darüber. Ja, ach, herrlich, herrlich. Also ich finde auch, also in das war ja ein sehr, sehr kurzer Text, da ist so viel drin, so viel rauszuholen. Und es ist natürlich richtig schön, wie Löhn sich ausdrückt, obwohl man merkt, dass das so ein bisschen aufgesetzt ist, um ja, ihr semi-kriminelles Verhalten eben so ein bisschen zu überspielen, ne? Und sich so ein bisschen anders darzustellen. Und trotzdem kommt es so perfekt rüber, dass sie eben, naja, nicht ganz die wohlgeborene, gute Bürgerschaft ist. Sie ist halt nicht ganz so gelehrt, wie sie in dem Moment tut. Ne? Ja, deswegen hat es auch so viel Spaß gemacht. Ja. Weil, wie gesagt, auch gerade die Charaktere waren mir eben sehr sympathisch. Ich hatte da mit denen, ich fand die sehr, sehr unterhaltsam alle, auch gerade in dem Zusammenspiel. Genau. Und wo wir bei DSA sind und Aventurien, Heldenbreviere. Es geht ja weiter mit den Heldenbrevieren und das Neueste. Es ist noch nicht da. Ich glaube, wenn wir den Podcast veröffentlichen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Regionalspielhilfe dann schon da sein wird. Ich habe es gerade den Veröffentlichungstermin gerade nicht im Kopf. Ich meine, irgendwann zu Dezember müsste sie kommen. Von daher wahrscheinlich ja, mit dem Podcast. Weihnachten. Ja, ja, vor Weihnachten. Und unsere Folge kommt auch hier vor Weihnachten. Passend dazu, es wird natürlich auch ein Heldenbrevier der Winterwacht geben, ihr Lieben. Also, falls ihr sagt, oh, die alten Regionen und so, nee. Falls ihr bis jetzt noch kein Heldenbrevier habt, kauft euch einfach das Heldenbrevier der Winterwacht dazu und steigt da ein. Wir dürfen und können hier jetzt noch nicht so viel darüber verraten. Es ist aber auch, ich glaube, vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu sagen. Das ist, also es ist zumindest vom Konzept her wie die anderen Heldenbreviere, ne? Genau, es gibt definitiv Verknüpfungen auch wieder mit dem Regionalabenteuer. Und der Handlung der RSH als solche. Es kommen einige für die Region bedeutsame Figuren auch im Brevier vor. Und das hat es unglaublich spannend gemacht zu schreiben, aber auch sehr herausfordernd, weil einige dieser Charaktere schon relativ lange in Aventurien existieren. Und ich habe wirklich für dieses Brevier eine sehr, sehr umfangreiche Recherche gemacht. Ich habe die komplette Theaterritterkampagne nochmal gelesen. Ich habe die alte RSH gelesen, die neue RSH gelesen. Also es war sehr, sehr viel, weil ich das Gefühl habe, krass, im Bornland ist schon so viel passiert und es ist auch schon so dicht beschrieben. Und dem willst du natürlich auch gerecht werden, weil ich natürlich hier jetzt nicht einfach was machen will, was nachher keiner wiedererkennt und dann sagen, was hat die denn da geschrieben? Sondern ich möchte eben, dass man diese Figuren, die da vorkommen, auch wirklich wiedererkennt als die Charaktere, die man da teilweise auch liebevoll in Erinnerung hat. Und, oder vielleicht auch weniger liebevoll, aber vom Prinzip, ja, war das ganz spannend, weil ich da auch wieder gemerkt habe, was für eine History Aventurien aufbaut und wie spannend und herausfordernd das für uns Autoren dann eben auch gleichzeitig ist. Bornland ist natürlich eben kein unbeschriebenes Blatt, ne? Also es ist ja schon allein in DSA 4 Zeiten, es ist ja sehr, 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 sehr ausgeprägt und stark beschrieben worden und eine sehr stark bespielte Region und auch mit der Theaterritterkampagne natürlich in DSA 5. Weist sie eine große Geschichte auf. Also ich liebe auch das Bornland, ist tatsächlich eine meiner Lieblingsregionen. Und also ich kann euch verraten, ich konnte ja schon ein bisschen reinschauen, da ich beim Crowdfunding mitgemacht habe, konnte ich ins Heldenbrevier schon reinschauen. Und was ich da las,
Es macht eine Freude, jetzt zu Winterzeit in diese Region und in dieses Heldenbrevier reinlesen zu können. Die Immersion im Kopf ist sehr, sehr groß. Dem kann ich mich nur komplett anschließen. Wenn ihr das volle Flair dann haben wollt, wenn ihr das Buch in den Händen halten solltet, dann fahrt doch einfach mal irgendwo sehr, 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 sehr weit in den Norden oder sehr, 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 sehr weit in den Süden. Setzt euch draußen irgendwo hin, neben der Schneelawine, und dann geht es euch genauso, wie Carolina euch das alles so schön beschreibt. Oder wartet, bis wir vielleicht dann doch mal einen frostigen Tag hier bei uns bekommen oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ich sehe schon im Dezember uns wieder im T-Shirt bei 15 Grad rumlaufen. Es ist sowieso manchmal eine Ironie, dass ich tatsächlich Breviere, die eher in kalten Bereichen spielen, oft im Sommer schreibe und umgekehrt. Also das ist dann auch ein bisschen immer eine Flucht, wie ein kleiner Urlaub im Kopf, ne, den man da ein Zufall. Und ja, also doch, ich sag mal so, Leute, im Brevier geht's ab. Seid man also gespannt. Und ganz ehrlich, es ist vielleicht auch das kleine nette Geschenk für Weihnachten. Na? Also. Ja, warum nicht? Ja? Also. Ich hätte nichts gegen ein Brevier auf euren Gabentisch. Verschenket die Heldenbreviere. Ja, wir nähern uns aber auch langsam dem Ende. Was heißt langsam? Nein, eigentlich dem ganz schnellen Ende. Wir haben dieses Mal die Zeit ein wenig stark überschritten. Aber ganz ehrlich, wenn wir hier so mit der Carolina sitzen und ach, es gäbe noch so viele Heldenbreviere, über die wir alle reden könnten. Wir haben uns jetzt hier so ein bisschen auf die vier beschränkt und als Allgemeine. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was raushören, und schreibt uns gerne einfach mal in die Kommentare, ob ihr die Heldenbreviere kennt, ob ihr schon mal welche gelesen habt und ob sie euch vielleicht auch mal zu etwas inspiriert haben beim Spielen. Also das finden wir dann natürlich auch ein bisschen interessant, so die Geschichten dazu. Ja. Abschließende Worte von euch? Irgendwas? Carolina, hast du vielleicht gerade irgendwie ein aktuelles Buch, abgesehen von den Heldenbrevieren, was man vielleicht noch lesen könnte, wenn man sagt so, oh, ich lese jetzt die Carolina, habe ich jetzt die Heldenbreviere gelesen, ich finde das so toll, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr lesen. Also natürlich bleibe ich ja DSA treu, also in der Zukunft wird da noch einiges aus meiner Feder kommen. Und ansonsten immer gerne DSK, da schreibe ich meistens die Texte für die Regionalspielhilfen, also die Regionaltexte sozusagen, die auch in einer Ingame-Form sind und auch meistens tatsächlich aus Ich-Erzähler-Perspektive, also ein bisschen ähnlich wie die Breviere. Ich wage mich da jetzt auch immer mehr an Abenteuer und schreibe dann eben sozusagen auch ein paar Abenteuer für die Schwarze Katze. Und ansonsten, ganz unabhängig von Ulysses als Autorin sozusagen, habe ich mein eigenes Projekt mit dem Verlag Yellow King Productions, und da schreibe ich eine Science-Fiction-Serie, und der erste Band ist erschienen. Die heißt Angel, Kyles Auferstehung. Schamlose Eigenwerbung Ende. Nein. Immer her damit. Also auch gerade Science-Fiction ist ein Bereich, wo ich nie gesagt hätte, wo ich reinschaue, aber plötzlich jetzt mit Mardom wir dann irgendwie auf einmal Alien spielen. Also nice. Über den Tellerrand mal hinausschauen lohnt sich schon. Also. Ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn euch auch das interessiert, wenn ihr meine Schreibe mögt, dann ist das vielleicht was. Und ja. Da arbeiten wir übrigens auch kräftig am Hörbuch, aber jetzt habe ich, glaube ich, wirklich genug darüber gesagt. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen lieben Dank, Caroline, dass du heute hier bei uns warst und dass ich die Option hatte, liebe Julie, hier beizuwohnen, wenn Carolina uns so viel zu den Heldenbrevieren erzählt. Mein Tipp an euch da draußen, holt euch die Bücher wirklich selbst, wenn ihr sie noch nicht haben solltet, oder die einzigen, die es dann eben noch gibt als Hörbuch. Tragt alle dazu bei, wenn ihr die Heldenbreviere auch wirklich klasse findet, dass sie uns auch langfristig noch erhalten bleiben. Denn das schaffen wir nur gemeinsam als Community. Ja, ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Es war mir eine Freude, also wirklich. Es war wunderschön, und auch
die Geschichten und die Anekdoten zu hören. Und Madom, ich freue mich, dass wir jetzt auch ein bisschen in letzter Zeit wieder mehr gemacht haben, nach einer gewissen langen Pause, sage ich mal. Ja, das ist sehr, sehr schön. Es freut mich. Und ja, wir danken euch draußen fürs Zuhören. Und falls ihr mal mit uns hier im Podcast über ein aventurisches Lieblingsthema von euch reden wollt oder vielleicht ein Thema habt, das euch am Herzen liegt, wo ihr sagt, macht doch mal was darüber, dann schreibt auch das gerne einfach in die Kommentare oder meldet euch bei uns und wir schauen, was wir da mal draus machen können. Und bis dahin, die Zwölfe zum Gruße. Tschüss. Zwölfe zum Gruße. Tschüss.